Hans-Jürgen Böhmer, Wald- und Forstexperte für, er sagt sicherlich selber nachher noch ein bisschen was zu seiner Karriere. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden, eigentlich durch das Buch, ich habe ihn vorher noch nicht kennt. Er hat es letztes Jahr veröffentlicht, beim nächsten Wald wird es alles anders. Und der Hirzel Verlag, der das verlegt hat, der hat eine Literaturagentin, mit der mir schon für öfters Lesungen und Veranstaltungen gemacht hat. Und die hat mich auch geschrieben und hat halt geschrieben, du, mir hin, ein guter Mann hier, hast Interesse. Und dann haben wir also das Buch kommen lassen, habe es verschlungen und haben dann Kontakt aufgenommen und hat gleich zugesagt. Er kommt ja aus der Nähe von Nürnberg, ist also heute Morgen mit dem Regionalexpress gekommen. Ziemlich voll, nicht? Wegen dem 9-Euro-Ticket, könnt ihr euch ja vorstellen. Darf jetzt einfach übergeben. Ja. Herzlichen Dank für die freundliche Aufnahme und für Ihr Interesse. Herzlichen Dank für den tollen Waldrundgang, der für mich absolut beruhigend war. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Sie haben großartige Förster hier, Sie haben tolle Wälder und es gibt andere Landstriche in Deutschland, da schaut es nicht so toll aus, sowohl was den naturnahen Waldbau angeht, als auch was grundsätzlich die nachhaltige Situation der Wälder angeht. Aber hier sind Sie so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen auch, habe ich das Gefühl. Ne? Also da können Sie ruhig schlafen. So, jetzt habe ich gerade schon gesagt, dass diese Uhrzeit, 16.15 Uhr an einem Samstagnachmittag, ist nicht die optimale Uhrzeit, um einen Vortrag zu halten. Ich werde versuchen, so lebendig wie möglich vorzutragen, damit Sie wach bleiben. Jetzt haben wir ja gesagt, dass... Näher ans Mikro. Okay, was ist mit dem Mikro? Funktioniert das? Ja, okay, gut. Und was wir jetzt machen werden, ich werde ein bisschen aus meinem Buch vorlesen und ich werde zwischendurch ein bisschen versuchen, das interaktiv zu gestalten, also Sie ein bisschen mit einzubeziehen, mit Fragen und Infos und so weiter. Und wenn dann genug Zeit verstrichen ist, bitte ich mich darauf aufmerksam zu machen und dann ziehen wir einfach die Reißleine. So, Edzard. Sie haben sicher mitbekommen, machen wir es anders. Ich stelle mich erstmal kurz vor, weil ich ein bisschen einen ungewöhnlichen Lebensweg habe. Ich passe nicht so ganz in die Schubladen, die man hierzulande gern heranzieht, um Menschen einschätzen zu können. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und zwar in Oberfranken, genauer in Pegnitz. Das ist meine Heimatstadt, die liegt am Rande des Feldensteiner Forsts. Das ist ein sehr großes Waldgebiet in Nordbayern, das sich überwiegend aus Fichten und Kiefern, Forsten zusammensetzt. Also praktisch das Gegenteil von dem ist, was Sie hier haben bezüglich der Naturnähe. Und meine Familie nutzt diese Wälder seit Urzeiten zur Brennholzgewinnung. So wie man Wälder eben sonst noch nutzt, traditionell. Man holt Waldfrüchte, Beeren, Pilze und so weiter. Und da bin ich aufgewachsen. Ich bin 1967 geboren, das heißt 1982, als das große Waldsterben kam, an das Sie sich wahrscheinlich, also die Älteren zumindest erinnern können, war ich 15 Jahre alt und ich wurde also Teil der damaligen Jugendbewegung, der ökologischen Jugendbewegung oder Ökowelle der 80er Jahre, wo wir uns also stark engagiert haben für die Erhaltung der Natur. Das hat mich geprägt und es hat dann letztendlich auch meinen weiteren Berufsweg geprägt. Ich habe dann studiert, Geografie, Biologie, Geologie. Ich habe mich schon von klein auf mit Pflanzen beschäftigt. Das war so mein Kindheitshobby schon. Und diese Karriere, die dann begonnen hat, die hat mich weitergeführt zu einer Doktorarbeit über die Wälder der Südalpen unter anderem. Und dann weiter in der Landschaftsökologie an der TU München zu einer Habilitation über die Dynamik der Wälder Hawaiis im Klimawandel. Die pazifischen Wälder sind bezüglich der Auswirkungen des Klimawandels schon wesentlich länger Forschungsgegenstand als jetzt die mitteleuropäischen Wälder. Dort hat man schon in den 80er, eigentlich schon in den 70er Jahren angefangen, in diese Richtung zu forschen und deswegen war es für mich naheliegend, dorthin zu gehen. Die Karriere ging dann weiter.
erstmal in üblichen deutschen Wegen. Ich war dann an der Universität Bonn als Professor kurze Zeit, wurde dann gebeten, ein neues kleines interdisziplinäres Forschungszentrum aufzubauen. Das habe ich dann 8 Jahre gemacht und dann kam der Ruf auf einen Lehrstuhl im Südpazifik und den habe ich 2014 angenommen und seitdem ist eben die Walddynamik im Südpazifik vor allen Dingen mein Hauptforschungsgegenstand. So, wie komme ich jetzt zurück nach Mitteleuropa? Ja, lassen wir es mal laufen. Man kann auch nicht den Kaffee mal einflößen, der ist nicht drin. Ab Abo schon mal. So, und um das Ganze noch abzuschließen, ich bin seit Beginn der Corona-Pandemie, da der Südpazifik sozusagen abgeriegelt ist, oder lange Zeit war, 2 Jahre lang bis Anfang dieses Jahres als Gastwissenschaftler untergekommen an der Universität Jena und muss mir jetzt gerade überlegen, ob ich wieder in den Südpazifik zurück möchte oder ob ich nicht lieber hier bleibe. So. Und die Corona-Zeit habe ich unter anderem dazu genutzt, dieses Buch zu schreiben. Das war also sozusagen ein Vorteil. Und es hat ein bisschen einen komischen Titel, ne? Beim nächsten Wald wird alles anders. Der Titel bezieht sich eigentlich auf zweierlei. Zum einen bezieht er sich natürlich auf die Veränderungen, die wir in den Wäldern tatsächlich sehen, im Laufe des vor sich gehenden Klimawandels oder der Klimaänderung, je nachdem, wie Sie das nennen möchten. Und zum anderen ist aber auch eine ironische Übertreibung, weil wir nach meinem Gefühl gerade in Deutschland leicht dazu neigen, zu schnell die Bäume hochzuklettern und in solchen Debatten dann auch leicht mal zu Übertreibungen neigen. Und insofern ist dieser Titel auch eine ironische Übertreibung. Zusammengefasst würde ich sagen, es gibt genug Grund, sich Sorgen zu machen, aber es gibt keinen Grund zur Panik. Und das ist das, was da drin steckt. So, jetzt haben Sie ja mitbekommen, es war Anfang der Woche ziemlich heiß. Wie hat es auf Sie gewirkt in den sozialen Medien? Ich weiß nicht, ob Sie das mitverfolgen. Haben verschiedene Gruppen auf sich eingeschlagen. Die einen, könnte man sagen, sind diejenigen, die sehr stark an den Klimawandel glauben. Die anderen sind diejenigen, die sehr stark nicht an den Klimawandel glauben. Da waren dann Stimmen zu hören. Ja, genau, da waren Stimmen zu hören, wie früher hieß das einfach nur Sommer. Ja, und jetzt habe ich einfach mal aus aktuellem Anlass sozusagen die aktuellen, die aktuellen Daten des Dürremonitors. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle betreibt ja diesen Dürremonitor und da kann man immer sehr gut sich mal vergegenwärtigen, wie eigentlich die Gesamtsituation in Deutschland so ist. Da haben Sie hier 2 Karten. Die eine bezieht sich sozusagen auf die Dürre bzw. das pflanzenverfügbare Wasser im Oberboden. Die andere Karte reicht weiter in die Tiefe, 1,8 Meter. Sie sehen, das ist, sagen wir mal, es klafft etwas auseinander, aber insgesamt haben wir offensichtlich ein Problem. Wir haben in weiten Landesteilen schon wieder eine außergewöhnliche Dürre. In fast allen Landesteilen zumindest eine schwere Dürre. Und irgendwo hier im Süden sind wir ja so ein bisschen noch auf der Insel der Glückseligen. Ne? Vorgestern hatte ich eine Lesung hier in Kelheim, Landkreis Kelheim. Da ist soweit alles gut, etwas weiter nördlich nicht mehr. Also es ist immer ganz wichtig, dass man sich Erinnerung ruft, wie groß die landschaftliche Vielfalt in Deutschland ist und die naturräumliche Vielfalt und dass natürlich das, was man vor der Haustür findet, so beruhigend das auch sein mag, möglicherweise 100 Kilometer weiter nördlich oder östlich nicht mehr gilt. Ja, und dass die Probleme da ganz anderes sind. So. Es gibt ja öfter mal, auch in der Diskussion, Dürren gab es früher auch schon. Was ist jetzt das Besondere? Ich habe diese Grafik gefunden, auch wiederum von den Urhebern des Dürremonitors. Die finde ich ganz aufschlussreich. Wenn Sie hier die 50er Jahre anschauen, auch da hatten wir schon offensichtlich schwere Dürren bis hin zu außergewöhnlichen Dürren.
in den 60er Jahren auch, in den 70er Jahren auch und dann kam das Jahr 1976, das ist ganz wichtig, da kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Hier sind Sie zum ersten Mal eigentlich Gesamtdeutschland oder fast Gesamtdeutschland betroffen von einer wirklich außergewöhnlichen Dürre. Und dann wurde es wieder etwas besser, hier war es sozusagen richtig gut, dann ging es wieder ein bisschen weiter und dann kam das Jahr 2000 und das, was danach kam. Und wenn Sie sich jetzt das hier anschauen, und da sehen Sie auch, dass eigentlich, sagen wir, die große Dürreperiode, in der wir gerade drin stecken, die fing mindestens schon 2014 an, vielleicht auch schon 2011. Sie sehen also, es wird immer dunkler und in der Gesamtschau haben wir dann eben dieses Bild, also die 2010er Jahre offensichtlich zeigen auch in dieser Grafik eine Häufung von Dürren und grundsätzlich Zuständen, die eben für die Vegetation und insbesondere für die Wälder natürlich problematisch sind. Ein anderer interessanter Wert sind die Tage über 35 Grad in Deutschland pro Wetterstation. Meldungen über 35 Grad Celsius waren in den 60er Jahren offensichtlich noch eine große Ausnahme. Insgesamt für alle Wetterstationen in Deutschland gab es nur 122 Meldungen. In den 70er Jahren waren es dann etwas mehr. In den 80er Jahren hat sich die Zahl verdoppelt. In den 90er Jahren dann wiederum verdoppelt und dann ging es immer weiter hoch. Das ist jetzt eben bis 2020. In den 2010er Jahren hatten wir bereits 2488 Meldungen solcher Extreme. Und es ist ganz wichtig, auf die Extreme zu schauen, denn die Extreme sind letztendlich das, was die Bäume oder die Pflanzen allgemein auch umbringen kann. Jetzt gibt es Leute, das ist auch in den letzten Tagen wieder groß durch die Medien, durch die sozialen Medien gegangen, die sagen, ja wieso, es regnet doch in Deutschland immer noch genauso viel wie früher, beziehungsweise eigentlich sogar noch mehr an manchen Stationen. Das stimmt, wenn man die Gesamtniederschlagsmenge des Jahres betrachtet. Das Problem, das wir haben, ist, dass die Niederschläge anders verteilt sind. Das heißt, die Saisonalität der Niederschläge hat sich verändert. Und das kommt schön zum Ausdruck, da habe ich leider daneben geklickt, eigentlich wollte ich Ihnen die Zahlen bis 2020 mitbringen, aber auch hier sehen Sie, was passiert. Es gibt immer mehr Starkregenereignisse in Deutschland und man könnte grob sagen, dass was früher normal war, war eben, dass es relativ oft geregnet hat, aber relativ wenig, das heißt die Landschaft war insgesamt dauerhaft besser durchfeuchtet und das hieß eben auch, dass eben nicht nur der Oberboden durchfeuchtet war, sondern auch die Böden in die Tiefe hinein durchfeuchtet waren und wir relativ hohe Grundwasserpegel hatten in vielen Landschaften. Inzwischen ist es so, dass die Niederschläge sich anders verteilen. Wir haben ausgesprochene Dürreperioden und dann kommt sehr viel Wasser auf einmal herunter. Und dann passiert eigentlich etwas sehr Einfaches, das denke ich jedem einleuchtet, so wie letztes Jahr im Extremfall im Ahrtal. Es kommt unglaublich viel Wasser auf einen Schlag herunter und das fließt einfach oberflächlich ab zum großen Teil. Ja, dieses Wasser hat nicht die Möglichkeit, den Boden zu versickern, weil viele Böden es in dieser Menge, in der kurzen Zeit, in der es zur Verfügung steht, gar nicht aufnehmen können. Und damit fließt das Wasser einfach aus der Landschaft heraus. Das heißt, wenn wir immer noch genauso viele Niederschläge haben, ist es zwar schön, aber es nutzt nichts, denn es bleibt immer weniger Wasser in den Landschaften. Und das schon seit 30 Jahren. Das kann man modellieren, das ist untersucht. Wir haben also seit mindestens 30 Jahren immer weniger Wasser in unseren Landschaften. Und das ist auch ein ganz wichtiger Gedanke, den man dann Leuten, die eben sagen, wieso regnet immer so viel wie früher, entgegenhalten kann. So, jetzt habe ich eben, wie gesagt, dieses Buch geschrieben. Und die Frage ist ja, warum haben wir immer noch ein Glaubwürdigkeitsproblem? Oder warum erreichen wir trotzdem mit all dem vielen, was passiert, dem, was offensichtlich ist und all den guten Argumenten, immer noch einen gewissen Teil der Gesellschaft nicht mit unseren Argumenten? Und dieses Glaubwürdigkeitsproblem, auf das hat mich mein Arzt hingewiesen und das lese ich Ihnen jetzt einfach mal kurz vor. Neulich beim Arzt.
Vor ein paar Monaten wurde ich zu einem Facharzt überwiesen, der mich beiläufig nach meinem Beruf fragte. Ich bin Professor, antwortete ich, und auf seine Nachfrage, womit genau... Bitte? Naja, irgendwie müsste es ja eingrenzen. Ne? Ich mache was mit Natur. Irgendwie das. Er hat mich wahrscheinlich schon mit ernstem Blick angeguckt und ich habe mich dann sozusagen ins Zeug geworfen, um irgendwie ein überzeugender Patient zu sein. Also, ich bin Professor, antwortete ich, und auf seine Nachfrage, womit genau ich mich denn beschäftige, erläuterte ich ihm, ich sei Ökologe und ginge unter anderem der Erforschung von Wäldern nach. Aha, sagte er und fragte dann unvermittelt, was wurde denn eigentlich aus dem Waldsterben? Neben echtem und für mich unerwartetem Interesse an dieser Frage schwang in seiner Stimme noch etwas Besonderes mit. Ein leicht ironischer Unterton, der sich wohl darauf bezog, dass die in den 1980er Jahren öffentlichkeitswirksam angekündigte Katastrophe, das Absterben der Wälder Mitteleuropas infolge sauren Regens, nicht eingetreten war. Viele seriöse Fachleute sagten damals eine Entwicklung voraus, die zum vollständigen Verlust der heimischen Waldökosysteme bis zum Jahr 2000 geführt hätte. Und nicht wenige Normalbürger schenkten diesen Befürchtungen Glauben, wodurch seinerzeit eine Art ökologische Volksbewegung entstand, zu der auch ich als Jugendlicher gehörte. Allein das erwartete Desaster blieb aus. Tatsächlich gibt es heute, im Jahr 2021, da habe ich das Buch geschrieben, in Mitteleuropa mehr Wald als damals. Wie konnte es bloß zu einer so gravierenden Fehleinschätzung kommen? Warum haben Fachleute und Öffentlichkeit damals fest an eine Entwicklung geglaubt, die niemals eintrat? Und warum wurde die angekündigte Katastrophe bis heute nicht hörbar abgesagt? Da saß ich also, Vertreter einer Zunft, die der Gesellschaft möglicherweise einen kolossalen Bären aufgebunden hatte. Die Frage meines Arztes war natürlich absolut berechtigt. Denn so intensiv das Waldsterben seinerzeit wahrgenommen, diskutiert und beforscht wurde, so wenig wurde die Gesellschaft Jahre später darüber aufgeklärt, was wirklich geschehen war. Es scheint, dass die apokalyptische Vorhersage Medien und Öffentlichkeit lange Zeit elektrisierte, die Lösung des großen Rätsels am Ende aber kaum noch jemanden erreichte. Warum ist das so? Und was hat das mit den aktuellen gesellschaftlichen, politischen und wissenschaftlichen Debatten etwa über den Klimawandel und das Artensterben zu tun? Eine ganze Menge. Aber dazu später. So. Wir machen einen kleinen Quiz. Zitat: Saurer Regen infolge Luftverschmutzung war die Hauptursache des Waldsterbens der 1980er Jahre in Mitteleuropa. Diese Aussage ist richtig, falsch oder weiß nicht? Okay, wer ist für richtig? Wer ist für falsch? Richtig. Falsch, warum? Ja, weil es anders im Endeffekt laufen ist. Ja. Haben Sie eine Idee, was dahinter steckt? Okay. Machen wir uns mal auf die Suche nach der Lösung. So, Zeit, Viertelstunde verbraucht. Sie sind noch entspannt? Okay, super. Ja, also. Angekündigte Katastrophen in Deutschland und anderswo. In den frühen 1980er Jahren hing in meinem Jugendzimmer ein Poster, auf dem viele tote Bäume zu sehen waren. Es handelte sich um einen abgestorbenen Nadelwald, ich glaube im Fichtelgebirge. Ein bekanntes Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe stand auch darauf zu lesen. Über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch. Das war bedeutungsschwer und pessimistisch und es traf den Nerv der Zeit. Die Wälder in der damaligen Bundesrepublik Deutschland und angrenzenden Ländern waren offensichtlich von einem umfassenden Baumsterben betroffen. Viele Menschen waren besorgt und zu ihnen gehörte auch ich. Meine besondere persönliche Betroffenheit hatte vielleicht mit dem Umstand zu tun, dass ich von klein auf viel Zeit in den ausgedehnten Wäldern nahe meiner oberfränkischen Heimatstadt Pegnitz verbracht habe, an der Hand meiner Großmutter, beim Pilzesammeln mit meinem Vater oder beim Spielen mit meinen Freunden. Dort erstreckt sich der Feltensteiner Forst, ein riesiges, überwiegend aus Fichten- und Kiefernforsten zusammengesetztes Waldgebiet, das meine Familie seit Generationen nutzte, zur Brennholzgewinnung und für das Ernten von Waldfrüchten. Auch in diesen Wäldern gab es kranke Bäume, allerdings nicht einmal annähernd die beängstigend riesigen Totholzbestände,
die ich aus den Medien kannte und von denen es hieß, sie seien insbesondere im Erzgebirge, dem Bayerischen Wald, dem Schwarzwald und anderen Mittelgebirgen verbreitet. Gleichwohl war die Sorge groß, denn es schien nur eine Frage der Zeit, bis das Massensterben auch vor unserer Haustür zuschlagen würde. Darauf deuteten jedenfalls alle Prognosen hin. Worauf aber gründeten sie? Der unheimliche, suggestiv enorm druckvolle Begriff Waldsterben tauchte in diesem zeitgeschichtlichen Kontext erstmal 1981 in der öffentlichen Debatte auf, transportiert durch teils aufwühlende Artikel in den Printmedien Frankfurter Rundschau, Stern und Der Spiegel. Laut einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach kannten 1983 sage und schreibe 99% der Befragten den Begriff Waldsterben. Zitat: Sicher ist, den Tannenbaum wird es bei uns bald nicht mehr geben. Zitat Ende. Stand 1982 auch in der seriösen populärwissenschaftlichen Zeitschrift Bild der Wissenschaft zu lesen. In auflagenstarken Tageszeitungen und Zeitschriften wurden zu jener Zeit Experten zitiert, die das Ende des Waldes an sich für das Jahr 2000 bzw. die frühen 2000er Jahre voraussagten. Diese Prognose war üblicherweise an die Vorannahme eines unvermindert anhaltenden Luftschadstoffausstoßes geknüpft. Solchermaßen unterrichtet glaubten im Jahr 1985 nicht weniger als 53% der bundesdeutschen Bevölkerung, Zitat, wenn es so weitergeht wie bisher, Zitat Ende, würden bis zum Jahr 2000 alle Wälder absterben. Ja, und es ist eben anders gekommen. Was ich dann in dem Kapitel mache, ist im Prinzip im Groben aufzuzeigen, wie damals die Wege der Forschung verliefen und worauf es so hinauslief. Und ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung zum Kapitel Allmähliche Entwirrungen. Trotz der vermutlich schwerwiegenden Entwicklung gab es zur Jahreswende 1982-83 immer noch keine systematische und methodisch einheitliche Erfassung der Waldschäden, Waldschadensinventur genannt. Sie begann in den alten Bundesländern erst 1984 und erbrachte, dass landesweit etwa 50% der Wälder leichte bis starke Schäden aufwiesen. Inzwischen war als erste und wichtigste Laubbaumart auch die Buche in nennenswertem Ausmaß betroffen. Während die Waldschadensinventur des Jahres 1984 den aus Stichproben errechneten Trend der Vorjahre, eine dramatische Zunahme der Waldschäden, bestätigte, ergab sich aus den Inventuren der Folgejahre kein einheitlicher Trend mehr. Über alle Baumarten gerechnet verharrten die Werte ungefähr auf dem gleichen, relativ hohen Niveau. Diese Stagnation widersprach einerseits zwar den apokalyptischen Vorhersagen, erlaubte andererseits aber auch keine Entwarnung. Es gab ein Problem, aber was steckte dahinter? Betrachtete man die Schäden nach Baumarten getrennt, ergab sich, je nach Alter der Bestände, ein recht vielgestaltiges Bild. Umso mehr, wenn man die Angaben nach Bundesländern trennte. So gesellten sich zur offenkundigen Vielstimmigkeit der Rede über das Waldsterben allmählich auch Belege für die Unterschiedlichkeit der Betrachtungsgegenstände sowie deren Wahrnehmung durch die jeweiligen Forstbehörden und Forschungsinstitute. Aus der vielschichtiger werdenden Faktenlage ergaben sich notwendigerweise auch sehr unterschiedliche Auffassungen, welche Gegenmaßnahmen einzuleiten seien. Hier reichte das Spektrum von der Reduzierung des Schwefeldioxidausstoßes über den Einsatz von Kalk zur Abpuffung der Bodenversauerung bis zu Änderungen der Waldbewirtschaftung. Ab 1982 und in den kommenden 10 Jahren wurde die Waldsterbensforschung mit fast einer 500 Millionen D-Mark gefördert, was eine erhebliche Diversifizierung der vorher in diesem Kontext eher punktuellen, auf relativ wenige Disziplinen beschränkten Forschungslandschaft zur Folge hatte. Der damit verbundene Erkenntnisgewinn brachte nicht nur tausende wissenschaftliche Publikationen hervor, sondern entschärfte allmählich auch die bis 1983 stark emotional geprägte Debatte. Aus der heraufziehenden Katastrophe wurde eher so etwas wie ein weit verbreitetes Krankheitsbild. Der alarmistische Ton wurde bis Ende der 80er Jahre von vielen seiner Protagonisten gemildert oder ganz aufgegeben. Dafür gab es eine Reihe von Gründen. Zunächst die ab Mitte der 80er Jahre einsetzende Stagnation des Waldsterbens und daneben vor allem die wachsende Erkenntnis, dass Worthülsen wie Waldsterben und neuartige Waldschäden nur irreführende Sammelbegriffe für ungefähr gleichzeitig ablaufende, regional allerdings sehr unterschiedliche Typen von Baumerkrankungen waren. Offenbar beruhten die neuartigen Waldschäden zu einem wesentlichen Teil auf Ernährungsstörungen der Bäume, die zum einen durch bestimmte Standorteigenschaften bestimmt waren, zum anderen durch bestimmte Strukturen der Wälder selbst.
Auf jeden Fall, schreibt Reinhard Hüttel in seiner Analyse der Waldsterbensforschung, sind alle Umwelteinflüsse, die auf die Waldökosysteme einwirken, nach Standort und Bestand differenziert zu betrachten. Deshalb ist es nicht möglich, einzelne Negativfaktoren für die neuartigen Waldschäden insgesamt verantwortlich zu machen. Mit anderen Worten, es ist bei näherem Hinsehen kompliziert. Mögen hier und da die Schwefeldioxidemissionen und andere Luftschadstoffe ursächlich zum Waldsterben beigetragen haben, kommen sie als Hauptursache auf der Gesamtfläche Mitteleuropas nicht in Frage. Stattdessen gab es zahlreiche Schadtypen schon allein bei Fichten und Tannen, etwa durch den Mangel an Magnesium, Kalium, Calcium und Zink, je nach Ausgangsgestein des betroffenen Landstrichs. Solche Mangelerscheinungen waren punktuell bereits früher beschrieben worden. Neu war nur ihre Ausdehnung. Tatsächlich also war das Waldsterben ein nur scheinbar homogenes Phänomen, sagen wir, viele kranke und tote Bäume an vielen Orten, das einen komplexen Hintergrund und je nach Region und Baumart eine andere Kombination von Vorbedingungen und Auslösern hatte. Und wenn man dabei ein verbindendes Element benennen möchte, ist es wohl dieses: eine ungewöhnliche Folge ungewöhnlich trockener Sommer, beginnend mit jenem des extremen Trockenjahres 1976 und endend mit dem fast ebenso trockenen Sommer 1983, führte in vielen Regionen zu lange anhaltendem Trockenstress in den Wäldern. Dieser zusätzliche Stress führte zum Absterben von Bäumen auf ohnehin schwierigen Standorten, die teilweise durch Schadstoffeinträge aus der Luft noch schwieriger geworden waren. Das überregional fast gleichzeitige Auftreten der Schäden bei verschiedenen Baumarten spricht für die Wahrscheinlichkeit, dass die Klimaanomalie dieser Phase, also eine relativ kurzfristige, aber starke Abweichung vom als normal definierten Klima, eine synchronisierende Wirkung auf die Waldsterbensdynamik in weiten Teilen Mitteleuropas hatte. Und das ist eigentlich schon wieder trivial. Es darf aber keineswegs vergessen werden, dass aus der intensiven Wahrnehmung des Waldsterbens, bei allen Irrwegen seiner Deutung, viel Positives hervorgegangen ist. Letztlich hat die bundesdeutsche Gesellschaft, teilweise von falschen Annahmen ausgehend, um das Richtige gerungen. Die Reduzierung der Schadstoffemissionen von Industrie, Haushalten und Verkehr, die Institutionalisierung von Natur- und Umweltschutz, mehr Geld für die Umweltforschung etc. Und davon profitieren wir alle noch heute. Interessant sind im Hinblick auf die spätere Entwicklung Aussagen des Freiburger Professors Heinrich Spieker. Er glaubte nach 20 Jahren Waldschadenserhebung nicht mehr daran, dass Kronenverlichtungen bei Bäumen im Allgemeinen mit Luftschadstoffeinträgen zusammenfallen und warnte, dass schlimmere Waldschäden erst noch bevorstünden. Infolge der globalen Klimaerwärmung mit der zu erwartenden Häufung trockener und heißer Sommer. Da unter der Trockenheit in erster Linie reine Nadelwälder leiden, plädierte er für deren zügigen Umbau in standortgerechte Mischwälder. Man hätte also, wenn man diese Schlussfolgerung konsequent gezogen hätte, also dass das Waldsterben der 80er Jahre, sagen wir, eher am Rande mit Luftschadstoffen zu tun hatte, das weiß man seit mindestens 25 Jahren, eigentlich schon seit 35 Jahren. Und hätte man damals schon angefangen mit dem klimaschlauen Waldumbau, wo man ihn jetzt erst händeringend zu etablieren sucht, wäre uns auch viel erspart geblieben. So. Das ist ein relativ aktuelles Foto von einem Kiefernwald im Maintal. Überlegen Sie sich mal die Bilder, die Sie haben zum Waldsterben 2.0 der letzten Jahre. Was man an toten Bäumen sieht, sind eigentlich immer entweder Fichten oder Kiefern. Hat irgendjemand ein anderes Foto zur Illustration der Problematik gesehen? Ja, Eschen. Eschen, okay, bei den Eschen ist es aber ein anderes Problem. Bei der Eschen haben wir einen eingewanderten Pilz, der möglicherweise durch den Klimawandel jetzt auch günstigere Bedingungen in Mitteleuropa findet. Und das hat der Herr Münz vorhin ja angesprochen auf der Exkursion, dass eben dieser Pilz sich massenhaft ausbreitet, ähnlich wie damals der vom Ulmen-Splintkäfer verbreitete Pilz, der zum weitreichenden Absterben der Ulmen führte in den 80er, 90er Jahren in Deutschland. Und so betrifft es eben jetzt die Eschen. Ja, genau. Aber
im Falle dieser Kiefern und auch der Fichten, soweit meine Kenntnisse reichen, ist es kein Pilz, sondern schlichtweg klimatisch bedingter Stress. Jetzt haben wir in den Anfang der 80er Jahre, Ende der 70er Jahre noch die Situation, dass Forschung oder überhaupt Umweltwahrnehmung nicht so global abgestimmt ist, wie das heute der Fall ist. Es gab kein Internet, Forscher begegneten sich auf Tagungen, aber es war grundsätzlich, wie soll ich sagen, weniger sichtbar, was andernorts passiert, als es heute ist. Und insofern ist es ganz interessant, wie vergleichbare Phänomene anderswo wahrgenommen wurden. In guter Gesellschaft, Waldsterben auf Hawaii. Mit dem Ausmaß der eingangs geschilderten Fehleinschätzung befand sich die bundesdeutsche Öffentlichkeit in guter Gesellschaft. Auch im 50. US-Bundesstaat Hawaii gab es zu jener Zeit ein großflächiges, unerklärliches und in höchstem Maße beunruhigendes Waldsterben. Gut 50.000 Hektar des natürlichen Regenwaldes auf der größten Insel namens Hawaii oder Big Island waren bis Ende der 1970er Jahre bereits betroffen. Ein weiterer Schub setzte in den frühen 1980er Jahren ein. Hawaii liegt im zentralen Nordpazifik und ist die isolierteste Inselgruppe der Welt. Das kalifornische Festland ist nicht weniger als 3.765 Kilometer weit weg. Das ist etwas mehr als die Entfernung Berlin-Teheran. Immerhin noch 3.550 Kilometer beträgt die Entfernung zum nächstgelegenen nennenswerten Archipel, den Marquesas-Inseln. Von Schwerindustrie und Kohlekraftwerken keine Spur. Luftverschmutzung nach mitteleuropäischem Muster kam als Ursache des Problems also nicht in Frage. Kurzzeitig geriet zwar der Kilauea, ein aktives Vulkansystem, in Verdacht, doch auch dessen manchmal kilometerlange Rauffahne konnte das über mehr als 1000 Quadratkilometer verstreute Waldsterben nicht erklären. Wie also würde die Gesellschaft Hawaiis, Wissenschaft, Medien, Öffentlichkeit auf das Phänomen reagieren? Soweit sich dies heute rekonstruieren lässt, sind die Parallelen zum Verlauf der Wahrnehmung in Deutschland verblüffend. Überreaktionen von Medien und Forstexperten, Irrwege der Forschung und eine daraus resultierende pessimistische Erwartungshaltung der Gesamtgesellschaft. Das völlige Absterben der natürlichen Regenwälder, der nach der wichtigsten bestandsbildenden Baumart Ohia, benannten Ohia Forests, wurde tatsächlich bis spätestens zum Jahr 2000 vorausgesagt. Die Medien begleiteten den Prozess mit entsprechenden Schlagzeilen. Die führende Tageszeitung, das Honolulu Star Monitor, titelte am 7. Februar 1975, Ohia-Wälder könnten bis 1985 zerstört sein. Am 17. Mai 1975, Tod der Ohia-Wälder, ein beängstigender Ausblick. Und noch am 7. März 1977, die Ohia-Bäume sterben. Wege der Ursachenforschung auf einer Insel. Die erste Beschreibung des Phänomens in der wissenschaftlichen Literatur stammt aus dem Jahr 1968 und erwähnt ein Sterben von Ohia-Baumgruppen im Bergregenwald am Mauna Kea, dem höchsten Vulkan der Insel. Etwas später findet der Begriff Dieback Verwendung. Dieback ist eine Sonderform des Waldsterbens, von der nur die großen, ausgewachsenen Bäume der Kronenstich betroffen sind. Sie ist definiert als fortschreitendes Absterben von den Zweigspitzen hin zu den Hauptästen eines Baumes, ein allmählicher Verlust der Baumkrone von der Peripherie zum Stamm, der mit einer Ausdünnung des Kronenlaubes beginnt. Zuletzt sind nur noch die direkt am Stamm ansetzenden kleinen Äste belaubt. Aufgrund der Großflächigkeit und raschen Ausbreitung des Phänomens schien zunächst die Hypothese plausibel, es müsse sich um eine eingeschleppte Krankheit handeln. Obwohl es dafür keinerlei Beweise gab, schrieben Wissenschaftler noch 1975 von einer Dieback-Epidemie. Das Absterben der Wälder binnen eines Zeitraums von 15 bis 25 Jahren wurde, begründet auf rein subjektiven Annahmen, prognostiziert. So naheliegend seinerzeit die Luftverschmutzung als Ursache des Waldsterbens in Deutschland erschien, es handelte sich ja um eine Industrienation inmitten eines Kontinents von Industrienationen, so naheliegend ist es wohl im Falle einer Insel an eine eingeschleppte Krankheit als Ursache eines rätselhaften Massensterbens zu denken. Und so stürzten sich Geldgeber und Forschung ohne Umschweife auf diese Annahme oder sagen wir lieber Überzeugung.
Die Millionen US-Dollar verschlingende systematische Erforschung potenzieller Schadorganismen im hawaiianischen Regenwald umfasste in der ersten Hälfte der 1970er Jahre Bakterien, Fadenwürmer, Insekten und Pilze sowie mögliche Synergieeffekte gebietsfremder invasiver Arten, etwa die Ausbreitung von Schädlingen durch verwilderte Schweine. In den engsten Kreis der vermuteten Baumkiller gehörten der Ohia-Bohrer, eine Käferart, deren Verhalten jenem mitteleuropäischer Borkenkäfer ähnelt, und der Wurzelpilz Phytophthora cinnamomi, der Baumwurzeln verfaulen lässt. Obwohl das Verbreitungsgebiet dieser Arten mit dem Dybeck-Areal stark überlappte, stellten sie sich schließlich als Nutznießer des Waldsterbens heraus, keineswegs als dessen Verursacher. Gleiches galt für zunächst verdächtige, im Boden lebende Bakterien. Aber die aufwendige, jahrelange Suche nach einem Schadorganismus führte zu keinem Ergebnis, jedenfalls nicht im Hinblick auf die Ursache des Waldsterbens. Es gab eine Handvoll Forscher, die das nicht überraschte. Es waren jene, die von Beginn an darauf hingewiesen hatten, Dybeck könnte ein natürliches Phänomen sein. Könnte es sich also schlicht um die Todesursache Stress durch ein natürliches Überangebot an Wasser von oben und unten handeln und damit auf solchermaßen ungünstigem Substrat um eine im Verlauf der Waldentwicklung durchaus erwartbare, vielleicht sogar wiederkehrende Erscheinung. Mit anderen Worten, war das Phänomen möglicherweise völlig normal. Ich mache dann in dem weiteren Kapitel genau das Gleiche wie bei der Waldsterbensdiskussion in Deutschland. Ich stelle da also sehr allgemein verständlich, wie die Wege der Forschung dann liefen und wobei man dann herauskam. Jetzt haben wir hier einen Bergregenwald. Und was Sie sehen, dass die großen Bäume alle tot sind und die kleineren aber alle noch leben. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte? Es sind alles Bäume der gleichen Baumart, es sind keine verschiedenen Baumarten. Die kleineren Bäume haben nicht so tief gewurzelt und es nicht genug. Ja, könnte sein, dass die irgendwie anders wurzeln, ist hier aber nicht der Punkt. Schon ein bisschen auf die Uhr. Das Unterholz, das hat also noch genug Sättigung für sein Wachstum, aber das andere, das verdorrt alles. Ja, also gut, den speziellen Fall kenne ich jetzt nicht, ich kann Ihnen aber sagen, was da passiert ist und was möglicherweise, also was mit Sicherheit auch in Bäumen wie Buchen zum Beispiel passiert. Ja. Schauen wir mal weiter. Ich nehme es jetzt mal mit von Hawaii nach Fidschi. Das ist die Hauptinsel Fidschis. Also die Big Island Hawaii ist über 10.000 Quadratkilometer groß. Also es sind schon riesige Inseln, so klein die auf der Landkarte auch aussehen. Die Hauptinsel Fidschis ist auch über 10.000 Quadratkilometer groß. Die heißt Viti Levu. Und sie haben hier einen Berg, Regenwald, im Jahr 2014. Und meine Frage ist jetzt, was fehlt hier? Die großen. Ja, also es geht mir jetzt gar nicht konkret um den Baum hier im Vordergrund, der lehnt sich hier ein bisschen weit raus. Wir sind hier auf ungefähr 1300 Meter Höhe, das heißt die Bäume werden hier nicht mehr so hoch, wie sie jetzt im Flachland werden würden. Es geht mir jetzt gar nicht um die Größe der Bäume, was fehlt hier? Es ist ein Bergregenwald. Der Regen fehlt möglicherweise. Ein Bergregenwald sieht normalerweise so aus. Ein Regenwald heißt Regenwald, weil es dort sehr viel regnet, normalerweise täglich. Oder wenn nicht täglich, dann immerhin sonst, fast immer. Und zusätzlich bekommen diese Bergregenwälder weitere Niederschläge aus den Wolken, die normalerweise entlang dieser Höhenzüge allgegenwärtig sind und eigentlich auch immer da sind. So, wenn Sie jetzt Bäumen, die es gewohnt sind, im Nebel zu stehen, die Wolkendecke wegziehen, dann bekommen die recht direkt sehr viel Strahlung ab und das sind sie nicht gewohnt. Jetzt ist es aber so, dass das immer mal wieder vorkommen kann und dass die Bäume deswegen nicht gleich tot umfallen. Was die Bäume aber nicht gewohnt sind, sind anhaltende Dürren.
Und diese Situationen, dass Wolkendecken in den montanen Regenwäldern über Wochen, manchmal über Monate gar nicht mehr da sind, werden immer häufiger. Was passiert dann? Es gibt ein Phänomen, das beschreibe ich auch im Buch, möglichst allgemeinverständlich, das ist etwas aus der Pflanzenphysiologie, das nennt sich Kavitation. Das Prinzip ist folgendes: Wenn Sie einen sehr großen Baum haben, dann transportiert natürlich dieser Baum, wie alle anderen Gewächse auch, das Wasser aus seinem Wurzelraum hinein in die Baumkronen. Und hat aber dann als großer Baum das Problem, dass dieser Weg sehr lang ist. Und jetzt fließt das Wasser ja, sagen wir, in relativ engen Gefäßen, bezeichnen wir sie mal als Kapillaren. Und in diesen Kapillaren entsteht dann eben dieser Sog. Von oben wird das Wasser angesaugt und es fließt dann sehr schnell in den Kapillaren nach oben. Und irgendwann aber entsteht das Problem physikalisch, dass ja die Erdanziehung diesem Kapillarsog entgegenwirkt. Und je stärker der Kapillarsog ist, desto problematischer wird es praktisch, diesen Kapillarsog, den Wasserfaden zusammenzuhalten. Das heißt, irgendwann ist der Sog so stark, dass der Wasserfaden reißt. Und was dann passiert in den Gefäßen der Bäume, ist eine Embolie. Und für eine solche Embolie sind natürlich größere Bäume eher anfällig als kleine Bäume. Und größere Bäume sind normalerweise auch die älteren. Und ältere Bäume können dieses Problem, diesen Schaden in ihren Gefäßen nicht so leicht reparieren wie junge Bäume. Und insofern, wenn Sie so ein Phänomen sehen, wäre mein persönlicher erster Gedanke immer erstmal der an Kavitation. Wir haben im Prinzip ein hydraulisches Problem im Baum, das sich einfach aus der Größe der Bäume ergibt plus ihrem Alter. Ja. In Hawaii ist das Phänomen eben, Hawaii ist ja eine vulkanische Insel, das heißt, sie haben letztendlich eine Landschaft, die besteht aus einem Flickenteppich unterschiedlich alter Lavaströme. Und wann immer ein Lavastrom den Hang des Vulkans hinuntergeht, schafft er praktisch eine Art Tabula Rasa, die als Besiedlungsraum für die Bäume zur Verfügung steht. Und dann fangen diese Bäume, diese Ohia-Bäume, ungefähr gleichzeitig auf großer Fläche zu wachsen an. Im Prinzip wie ein Forst. Ja, also die werden dann gleichzeitig alt, sie altern wie eine Schulklasse sozusagen. Und irgendwann sind sie eben fast alle sehr groß und sehr alt. Und wenn dann diese Form von klimatischem Stress dazukommt, kann das eben für den ganzen Bestand oder die ganze Altersklasse jedenfalls so viel Stress bedeuten, dass sie eben großflächig absterben. Das ist das Phänomen der Kavitation. So, die Zeit schreitet voran. Also was ich in meinem Buch mache, ist eigentlich folgendes: Als 2018, 2019 wir hier das große Waldsterben wieder hatten, ist mir aufgefallen, dass die Diskussion wieder sehr schnell sehr hochkochte, sehr schnell unsachlich wurde, sehr schnell wieder recht monokausal sozusagen die Ursachen benannt wurden für das, was in den Wäldern passiert. Und ich dachte mir einfach von dem Hintergrund, den ich habe, dass ich eben in ganz verschiedenen Waldökosystemen auf der Welt gearbeitet habe und auch immer sehr gerne alte Quellen zurückverfolge, würde es der Diskussion hier gut tun, wenn man das Ganze in einen langfristigen Rahmen einbettet und dann eben auch versteht, dass auch schon das Waldsterben der 80er Jahre offensichtlich klimainduziert war. Das heißt, wir haben was wir blicken, das sind die Effekte einer schon lange anhaltenden Klimaänderung, die sich auch schon sehr lange auf die Wälder auswirkt. Und der andere Punkt ist neben dem langfristigen auch einfach die überregionale Betrachtung. Es gibt weltweit Waldsterben, die gibt es auch schon sehr lange. Und wenn man das insgesamt versucht zu betrachten in der Zusammenschau, hat das alles sehr viel miteinander zu tun, auch wenn es geografisch weit auseinander liegt. Und
ja, die Zeit schreitet voran. Ich würde Sie gerne aufmerksam machen auf jemanden, der das alles schon sehr lange oder vor relativ langer Zeit sehr schön zusammengefasst hat, der all das, was auf uns zukommt, benannt hat und der heute vollkommen vergessen ist. Und das verdient er nicht. Die Klimaänderung der Gegenwart. Liest man den Buchtitel Die Klimaänderung der Gegenwart, wähnt man sich wohl unweigerlich im 21. Jahrhundert. Tatsächlich ist es der Titel eines Sachbuches aus dem Jahr 1957. Autor ist Konstantin von Regel, damals Professor an der Universität Graz. Er war ein weit gereister, interdisziplinär arbeitender Botaniker mit einem Faible für Geographie und ihm beschäftigte ein Phänomen, das seiner Meinung nach auf eine ungewöhnliche Klimaänderung hindeutete, das Vorrücken der polaren Waldgrenze nach Norden. In diesem Bereich der Nordhemisphäre, wo die Nadelwälder der Taiga nordwärts allmählich, manchmal auch abrupt, in die Tundra genannte baumlose Kältesteppe übergehen, war der unmittelbare menschliche Einfluss damals wie heute relativ gering. Es gab kaum Siedlungen, lediglich die mit Rentieren umherziehenden Nomadenvölker deckten ihren Brennholzbedarf in den Wäldern und veränderten so stellenweise die lokale Waldstruktur. Schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts hatten sich Forscher und Forscherinnen intensiv mit der Frage nach der Entstehung der polaren Waldgrenze beschäftigt. Von Regel selbst ging er früh in seiner Karriere nach und hatte erstmals 1915 eine Arbeit darüber veröffentlicht. Er konnte also 4 Jahrzehnte später, zur Zeit der Niederschrift seines Buches, von rund 100 Jahren Forschung an diesem ihm selbst fast lebenslang vertrauten Gegenstand profitieren. In der Zeit vor 1930 war die Forschung noch rein deskriptiv. Das heißt, es wurde oft nur möglichst genau beschrieben, was in der Landschaft anzutreffen war, gelegentlich unterfüttert mit einfachen Messungen. Eingehende Datenerhebungen und Experimente an Pflanzen kamen erst später auf. Entsprechend lange blieb unklar, welche Faktoren den Verlauf der Waldgrenze entscheidend beeinflussen. Manche Autoren erklärten den bis zur Zeit des Ersten Weltkriegs rückläufigen Waldgrenzverlauf zunächst mit der Abholzung durch Nomaden, glaubten also an einen durch Menschen ausgelösten Rückzug des Waldes. Das war durchaus plausibel, da das Baumwachstum an der polaren Waldgrenze äußerst langsam verläuft und schon der relativ geringe Holzverbrauch durch die Nomaden den marginalen Holzzuwachs vielerorts bei weitem überstieg. Andere hielten Versumpfung für den begrenzenden Faktor der Waldverbreitung, da Schwankungen des oberflächennahen Grundwasserspiegels im Übergangsbereich zwischen Taiga und Tundra das Absterben von Baumgruppen und Wäldern auslösen konnten. So etwas hatte beispielsweise die russische Forscherin Chilodiakova Mitte der 1930er Jahre am Fluss Indigirka in Ostsibirien vorgefunden. An eine Änderung des Klimas dachte sie wohl noch nicht. Ab Anfang der 1920er Jahre mehrten sich plötzlich gegenläufige Beobachtungen. Die Wälder der Taiga schienen nun damit zu beginnen, sich nordwärts auszudehnen. Erste wissenschaftliche Studien hierzu stammen vom Russen Grigorjew aus dem Jahr 1924 und dem Finnen Aario aus dem Jahr 1942. Grigorjew führte diese neue Dynamik auf eine messbare Erwärmung des Klimas seit etwa 1919 zurück. Die Daten von Klimastationen im nördlichen Skandinavien und der russischen Insel Novaya Zemlya im Nordpolarmeer zeigten unisono einen Anstieg der Jahresmitteltemperatur um ca. 1,2 Grad Celsius in den Jahren nach 1920. Ähnliche Daten kamen aus Island, wo die Erwärmung 1,3 Grad Celsius betrug. Aario fand heraus, dass Bäume an der polaren Waldgrenze häufiger und mehr Samen trugen als zuvor, die obendrein noch besser keimfähig waren. Ab etwa 1917 gab es in Finnisch-Lappland gleich mehrere gute Samenjahre bei Nadelbäumen, während bis dahin nur von einem guten Samenjahr pro Jahrhundert auszugehen war. Aus dem Anadir-Gebiet, dem äußersten Nordosten Sibiriens, berichtete die russische Forscherin Tjulina 1937 vom Vorrücken der Lärchenwälder, die dort die Waldgrenze markieren. Weitere wissenschaftliche Arbeiten deuteten in die immer gleiche Richtung. So. Das ist Konstantin von Regel, vor dem ich absolut den Hut ziehe. Denn er war der Erste, auch wenn es heute jetzt normalerweise von amerikanischen Forschern in Anspruch genommen wird,
Er war definitiv der Erste, der das alles mal zusammengetragen hat und den Vorteil eben hatte, er war in St. Petersburg geboren, als Sohn eines ursprünglich aus Deutschland oder einer aus Deutschland kommenden Familie. Und er hat dann in Würzburg promoviert. Er hatte auch starke Verbindungen in die Schweiz und er hat dann einen Lehrstuhl übernommen in Litauen und dort auch den ersten botanischen Garten aufgebaut. Was ich damit sagen will, er hat sich nicht nur für das Fach interessiert und kannte sich daran aus, sondern er konnte ganz viele Sprachen zusammenbringen und die Arbeiten von Forschern, die eben in unterschiedlichen Sprachinseln sozusagen isoliert waren, zu einem Gesamtbild zusammentragen. Und daraus hat er sozusagen als Innovation die Idee hervorgebracht, dass wir offensichtlich einem Klimawandel entgegensehen. Und ich habe dann weitergeschrieben, was hat Constantin von Regel an diesen Vorgängen so beunruhigt, dass er die Öffentlichkeit vor einer bereits begonnenen Klimaänderung, also nach unserem modernen Vokabular, so etwas wie einem Klimawandel warnen wollte? Er dachte weiter. Es ging hier nicht nur um die Waldgrenze. Ihre plötzliche Vorwärtsbewegung war möglicherweise erst der Anfang eines von der Erwärmung ausgelösten, tiefgreifenden globalen Wandels, der, so glaubte er, ernste Probleme mit sich bringen konnte. Wenn nun das wärmere, also Zitat, wenn nun das wärmere und trockenere Klima eine Verschiebung des Nadelwaldes nach Norden bzw. Nordwesten verursacht, wie steht es dann mit den anderen, weiter südlich gelegenen Landschaftszonen? Zu den seiner Ansicht nach vorhersehbar aufziehenden Problemen rechnete er die Ausbreitung von Wüsten und Steppen, die Austrocknung von Flüssen und Seen sowie das Auftreten heftiger Winde. Eine Diskussion um die leidige Frage, ob es sich wirklich um eine anhaltende Erwärmung oder nicht viel, vielleicht doch nur um eine Klimaschwankung handeln könnte, nimmt er gleich in der Einleitung seines Buches den Wind aus den Segeln. Zitat: Für uns sind die Tatsache einer Änderung des Klimas und die mit ihr zusammenhängenden Probleme das wesentliche Element und nicht die Dauer der Schwankung, die wir ja im Augenblick nicht vorhersehen können. Zitat Ende. Gleichzeitig warnte er davor, alle möglichen wahrnehmbaren Veränderungen vorschnell gleich mit in den Topf einer Klimaänderung zu werfen. Das ist aus heutiger Sicht eine zeitlos gültige Mahnung. Beeindruckend ist die Vielschichtigkeit der Belege, die von Regel für seine These zusammenzog. Er schildert ausführlich, wie sich Pflanzen- und Tierarten aus südlicheren Gebieten seit Beginn der 1920er Jahre allmählich in Nordeuropa ausbreiteten. Er bezieht auch die steigende Temperatur des Meerwassers vor Grönland und Island sowie die veränderte oberflächennahe Strömung des Golfstroms und den Salzgehalt des Meerwassers von Nordatlantik und Ostsee in seine Überlegungen ein, ebenso wie die durch neue Zugbahnen von Zyklonen über dem Atlantik abgewandelten Hauptwindrichtungen. Er beschreibt das Zurückweichen des Meereises in der Arktis, die sich daraus ergebende neue Zugänglichkeit von Schifffahrtsrouten und die Verdopplung der jährlichen Schifffahrtsperiode in Spitzbergen auf über 200 Tage innerhalb weniger Jahrzehnte. Dem Rückzug der Gletscher widmet er ein besonders ausführliches Kapitel und prognostiziert ihr Verschwinden in den Alpen binnen 200 Jahren. Alles in allem decken sich die aufgezählten, durchweg ausführlich erläuterten Aspekte sowie die vorhergesagten Folgen der Erwärmung in verblüffender Weise mit jenen unserer aktuellen Klimawandeldebatte. Auch gegenläufige Erscheinungen und konträre Forschermeinungen, die schwer in das relativ klare Gesamtbild einzuordnen waren, sparte Constantin von Regel nicht aus. Ja, wie gesagt, das Buch erschien 1957, er ist 1970 gestorben und da war das Buch auch praktisch schon wieder vergessen. Und das, was er zusammengetragen hat, wurde von der Wissenschaft in den 1990er Jahren wieder erfunden. Und das ist so ein bisschen ein größeres Problem in der Wissenschaftslandschaft, dass eben, wir haben uns als Wissenschaftler ja alle darauf geeinigt, auf Englisch zu kommunizieren. Und es ist ja auch gut, dass wir eine Sprache haben. Gleichzeitig haben wir aber das Problem, dass frühere Arbeiten, die in anderen Sprachen vorliegen, eben praktisch abgekoppelt werden und vergessen werden. Und da haben wir einfach das Problem, dass vieles von dem, was wir heute erschaffen, eigentlich nicht neu ist. Ja? Also nicht im Sinne eines neuen Erkenntnisgewinns, sondern es ist einfach etwas, das
neu aussieht, obwohl es das gar nicht in Wirklichkeit ist. Und ich denke, solche Leistungen muss man einfach würdigen. Und das habe ich zumindest für Konstantin von Regel in meinem Buch ein bisschen versucht. So, kleine Zwischenfrage, so zur Auflockerung. Wie viele Baumarten gibt es weltweit? Inzwischen sagt man über 70.000. Ja, Sie sind voll auf dem Laufenden. Das ist eine tatsächlich eine Studie aus diesem Jahr, eine Publikation aus diesem Jahr. Und jetzt steht hier ja ca. 64.000. Also tatsächlich beschrieben sind ca. 64.000 Baumarten. Jetzt sagen Sie aber richtigerweise 70.000. Warum ist das richtig? Weil man vermutet, dass weitere 7.000 bis 9.000 Baumarten tatsächlich existieren, die aber noch niemand beschrieben hat. Ja? Wir haben ja immer noch riesige Waldgebiete in Südamerika, in Indonesien, in Neuguinea und anderswo, die nicht wirklich systematisch durchforscht wurden. Ja? Und also auch für den Pazifik, für den Südpazifik kann ich sagen, Sie glauben gar nicht, wie unzugänglich so ein Inselregenwald sein kann. Das ist eine grüne Wand, in die kommen Sie gar nicht rein. Und Sie müssen erst mal auf die Idee kommen, genau auf dieser Insel zu forschen. Und insofern gibt es viele, viele Inseln, deren Wälder wissenschaftlich noch überhaupt nicht untersucht sind. Und was jetzt Bereiche angeht, wie die eben genannten, zum Beispiel in Indonesien oder Neuguinea, da haben wir das Problem, dass großflächig Plantagen angelegt werden, zur Palmölgewinnung zum Beispiel. Dafür werden Urwälder gerodet. Und insofern ist es wahrscheinlich, dass wir von diesen vermuteten Tausenden von Baumarten, die möglicherweise da sind, die noch keiner kennt, von denen wir möglicherweise auch nie etwas mitkriegen werden, weil die schlichtweg nicht mehr da sind, bis wir überhaupt diese Wälder richtig erforschen. So, für wie viele Baumarten ist genau untersucht, wie sie auf Effekte der Klimaerwärmung, extreme Hitze, anhaltende Trockenheit und so weiter reagieren? Ja, ja. Nein. Ja, also mein didaktisches Konzept ist leicht zu durchschauen. Ne? Es ist also tatsächlich so, dass wir eigentlich nur für die allerwenigsten Baumarten und noch nicht mal für alle, die wir hier in unseren Wäldern stehen haben, wirklich verstehen, wie die auf diese neuen Stresssituationen, anhaltende Trockenheit, extreme Hitze tatsächlich reagieren und damit umgehen können. Und insofern kommt ja oft die Frage von Waldbesitzern, wir leben ja vom Wald, von den Bäumen, die wir anpflanzen, vom Holzverkauf. Wir haben verstanden, dass es einen Klimawandel gibt und dass wir so nicht weitermachen können. Was sollen wir denn bitte tun? Ja, was sollen wir denn pflanzen? Was ist unsere Geschäftsgrundlage für die Zukunft? Was ersetzt die Fichte zum Beispiel? Weniger Straßenbauer. Ja. Auto. Ja, das hilft. Das Problem ist einfach, wir sind in einer dynamischen Situation. Den Trend haben wir verstanden. Wie das Ganze weiterläuft, können wir nicht genau vorhersagen, weil wir mit einem ultrakomplexen System zu tun haben im Klimawandel, in dem es viele Ausgleichsbewegungen gibt. Aber dem Trend nach ist es ungefähr klar. Also es wird mehr Situationen geben, in denen es heiß ist, trocken ist. Und auch wenn es mal wieder Jahre gibt wie das letzte, in dem wir mehr oder weniger normale Niederschläge genossen haben, jedenfalls hier in Süddeutschland, so ist es doch wahrscheinlich, dass die Extreme weiter zunehmen. So, was macht man jetzt? Wir haben ja gehört jetzt auf dem Rundgang, und das fand ich absolut fantastisch, dass Menschen wie der Herr Münz und andere Förster ja jahrzehntelange Erfahrung bereits haben mit dem Natur- und Waldbau. Und das, was sie da umgesetzt haben in den Jahrzehnten, entspricht ja
ziemlich genau dem, was heute gefordert wird für den klimaschlauen Waldumbau. Wir haben gesehen, dass die Wälder hier eben keine Monokulturen sind, sondern die beruhen auf 4, 5 Hauptbaumarten und dann noch weiteren beigemischten Baumarten, wie jetzt der Elsbeere zum Beispiel, die wir ausführlicher besprochen haben heute. Das heißt also, insofern ist für diese naturnahen Wälder alles relativ gut noch. Wir sehen da kein großflächiges Waldsterben, wir sehen mal gestresste Bäume, aber insgesamt stehen diese Wälder gut da. Was die Fichte angeht, das haben wir vorhin nicht ausführlicher besprochen, es ist ja tatsächlich so, dass die Fichte, dass über die Hälfte der Fichtenbestände in Deutschland in Bereichen angepflanzt sind, unterhalb von 600 Metern über dem Meer. Das Problem dabei ist, dass die Fichte an sich eine Mittel- und Hochgebirgsbaumart ist. Das heißt, überall, wo sie die unter 600 Metern anpflanzen, haben sie sie außerhalb ihres natürlichen Lebensraumes angepflanzt. Das hat die Fichte uns verziehen, solange das Klima relativ feucht und relativ kühl war. Jetzt aber ist es einfach so, dass in der anhaltenden Situation sehr offensichtlich wird, dass diese Fichten klimatisch einfach am falschen Standort stehen. Und sie können das nicht kompensieren. So, also insofern brauchen wir uns gar nicht so sehr wundern, wenn jetzt die Fichten absterben. Und es ist auch eigentlich, es ist natürlich für die Waldbauern eine Katastrophe. Es ist aber eigentlich vorhersehbar und vollkommen logisch, dass das passiert. Ich habe in meinem Buch geschrieben, mit dem Anbau der Fichte in diesen Höhenlagen war der Stress für die Bäume, aber auch für die Waldbauern bereits vorprogrammiert. Ja. Und das ist eben etwas, was jetzt sehr spürbar wird. Jetzt haben wir vom Herrn Münz heute gehört, dass auch hier schon langjährige Erfahrungen mit der Douglasie bestehen, schon seit 40 Jahren. Und die Douglasie zumindest hier sich ganz offensichtlich als Ersatz für die Fichte anbietet. Und das war für mich in dieser Klarheit eine ganz wichtige Information, weil es ja bedeutet, wir müssen jetzt nicht weitere Jahre, Jahrzehnte experimentieren, über exotische Baumarten nachdenken, wie den Blauglockenbaum, der in der Diskussion ist, Orientbuche und Libanonzeder. Denn selbst wenn diese Baumarten, die sich sozusagen aufdrängen, weil sie ja an Wärme und Trockenheit besser angepasst sind als unsere einheimischen Baumarten, müssen wir einfach immer im Hinterkopf behalten, dass die möglicherweise nicht so gut an anhaltende Fröste angepasst sind oder an Spätfröste. Das heißt also, möglicherweise sterben die dann nicht an Hitze und Trockenstress, sondern sie sterben schlichtweg am Frost. Und das ist ein Risiko, das wir uns ersparen können. Und da bin ich auch ganz bei Herrn Münz, dass die einheimischen Bäume aufgrund der großen landschaftlichen Vielfalt, die wir haben, wir haben eine unglaubliche naturräumliche Vielfalt, wir haben Dutzende von natürlichen Waldgesellschaften in Deutschland, ganz verschiedenen Waldtypen, Buchenwälder, Eichenwälder, Edellaub, Holzwälder, Fichtenwälder und so weiter. Also wir haben sehr viele verschiedene natürliche Waldgesellschaften, die an ganz unterschiedliche klimatische Bedingungen angepasst sind. Und aus diesem bunten Handstrauß von Optionen, die wir haben, da gibt es Arten, die sehr gut mit den anhaltenden Bedingungen klarkommen. Unter anderem die Traubeneiche, das weiß auch der Herr Münz schon, das hat er auch klar gesagt. Es ist tatsächlich so, das kann ich jetzt aus der Forschung ergänzen, zu dem Waldrundgang, den wir gemacht haben, die Traubeneiche ist tatsächlich eine Baumart, die bislang nicht, trotz der eigentlich seit 2014 oder vielleicht schon 2011 anhaltenden Stresssituation durch die Dürren, mit extremen Dürren wie 2018, 2019. Die Traubeneiche hat bislang nicht mit Zuwachseinbrüchen reagiert, als einzige unserer Hauptbaumarten. Das heißt also, hier haben wir offensichtlich eine Baumart, die mit den Extremen, so wie sie bisher aufgetreten sind, gut zurechtkommt. Und das ist eine ziemlich gute Nachricht, finde ich. Ja, und auch da wird zu viel in die Ferne geschweift. Ich habe in meinem Buch auch geschrieben, ich habe das Beispiel der Robinie gebracht. Die Robinie wurde schon vor Jahrhunderten eingeführt, als in Brandenburg die Situation mit den Wäldern sehr ernst war und sich schon Binnendünen gebildet hatten, also wüstenähnliche Zustände zum Teil Ende des 18. Jahrhunderts. Auch da war es so, man hat die Robinie aus Nordamerika geholt. Man war absolut davon überzeugt, die Robinie würde die Lösung aller waldbaulichen Probleme bieten. Sie wuchs sehr gut an.
Und man hat dann mal festgestellt im Laufe der Jahrzehnte, das ist zwar toll, dass die gut wächst, man kann sie aber sozusagen als vernünftiges Bauholz gar nicht verwenden, weil sie nicht gerade genug wächst. Oder wenn man möchte, dass sie gerade genug wächst, muss man sie forstlich so intensiv pflegen, dass das Ganze unrentabel wird. Und ich denke, solche Beispiele haben wir alle schon durchlebt. Wir haben sie vielleicht vergessen, aber es ist einfach naheliegend, dass wir die Probleme, soweit sie bislang absehbar sind, eben mit einheimischen Baumarten durchaus lösen können. Ja. So, was haben wir jetzt? Jetzt bin ich schon eine Stunde hier am Bergling. Gell? Also ich kann schon noch ein bisschen weitermachen. Sagen Sie mir einfach, soll ich noch weitermachen? Wie sind Sie fit? Ja. Was ich mal im Buch mache, ich bringe am Ende noch einen Rausschmeiß, ich habe jetzt hier relativ viel vorgelesen. Mir geht es, wie gesagt, um die langfristige Perspektive. Ich versuche, in Mitteleuropa zurückzuschauen. Ich versuche, das Ganze in einen globalen Kontext zu bringen. Ich schaue mir ganz genau die Situation an 2018, 2019. Was ist aktuell los? Wo stehen wir in der Forschung? Welche Baumarten können wir empfehlen für die künftigen Wälder? Ich gehe besonders ein auf das Problem der biologischen Invasionen. Wir haben ja diesen Pilz, das falsche Stängelbecherchen. Das falsche weiße Stängelbecherchen, genau, sehr gut. Heißt wirklich so. Das ist jetzt eine invasive Art. Biologische Invasionen, also praktisch das Vordringen von exotischen Arten in neue Lebensräume, wo sie vorher nicht waren, sind ein großes Thema in der Biologie und sind auch ein großes Thema im Zusammenhang mit der dem klimainduzierten Waldsterben. Denn was passiert, ist zumindest in anderen Naturräumen, Mitteleuropa ist jetzt nicht so sehr betroffen, aber zum Beispiel tropische Inseln, wenn dort eine Hauptbaumart infolge des Klimawandels vorübergehend abstirbt, entsteht sozusagen eine Lücke, die von einer anderen Art, die vorher nicht da war, plötzlich schnell besetzt werden kann. Ein klassisches Beispiel ist jetzt in Hawaii die Erdbeerguave, die sich das Waldsterben, das ich vorhin gezeigt habe, zunutze gemacht hat. Die Erdbeerguave ist ein Baum, der sehr eng mit den Ohia-Bäumen in Hawaii verwandt ist. Sie kommt aus Brasilien, also sie hat eigentlich ursprünglich mit Hawaii nichts zu tun, ist also eine exotische Baumart, die als Plantagenbaumart eingeführt worden ist. Und die hat diese Schwäche der einheimischen Baumarten optimal genutzt, denn sie breitet sich schneller aus und sie wächst schneller. Und als nach dem Waldsterben in Hawaii normalerweise man hätte erwarten können, dass eben die jungen Ohia-Bäume die alten ersetzen, ging es schlichtweg nicht. Weil bis die Jungen richtig loslegen konnten, war schon die Erdbeerguave da. Und deswegen haben wir heute in Hawaii im natürlichen Regenwald großflächige Erdbeerguavenbestände, die dort niemand gepflanzt hat. Sondern die Früchte wurden von Wildschweinen in den Wald getragen, überall verbreitet. Und damit haben wir jetzt einen Flickenteppich aus einem original natürlichen Regenwald und einem Wald, der aus Erdbeerguaven besteht. Und die Erdbeerguaven sind praktisch in der Lage, alle anderen Pflanzenarten zu verdrängen. Und damit verlieren auch alle anderen Tierarten in diesem Regenwald ihre Lebensgrundlage. Ja, also sie haben zwar dann einen Wald, aber keinen, der dorthin gehört und einen, der jetzt im Sinne des Biodiversitätsschutzes höchst problematisch ist. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch so, dass diese Erdbeerguavenwälder, die sind relativ niedrigwüchsig, die haben eine völlig andere Struktur. Die ist auch nicht so komplex wie die von einem natürlichen Regenwald, die halten auch weniger Regenwasser zurück. Und auf diesen Inseln haben sie das Problem, sie haben ja normalerweise nicht die üppigen Grundwasserbestände, aus denen wir unser Trinkwasser beziehen, sondern das Wasser, das Süßwasser, das Trinkwasser auf diesen Wäldern, auf diesen Inseln steckt in den Wäldern. Und wenn die Wasserrückhaltung in diesen Wäldern nicht mehr funktioniert, dann geht ihnen auf diesen Inseln einfach das Trinkwasser aus. Ja, das ist ein weiteres Problem, das in dieser Entwicklung drinsteckt. So. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Bitte? Mit der Windmühle, was nachstellt auf Wiese und im Wald und so. Windräder. Das Fass mache ich jetzt nicht auf, weil das schaffen wir nicht in der Zeit. Da können wir nachher drüber reden. So.
Also. Was haben wir da noch? Ja, genau, das wollte ich Ihnen noch zeigen. Der Klassiker ist ja wenn man über die Wälder der Welt und vor allen Dingen über die Wälder in den Tropen nachdenkt, der brasilianische Regenwald. Und was jetzt hier ein interessanter Punkt ist, was hier grün dargestellt ist, das sind die Waldverluste, die nicht mit Feuer zu tun haben. Also sagen wir mal die ganz normale Abholzung wahrscheinlich in Millionen Hektar. Also sagen wir mal, im Schnitt verlieren wir pro Jahr durch Abholzung in Brasilien irgendwas um die 1,3 Millionen Hektar. Und was einfach seit 2016 auch massiv zugenommen hat, das sind die Waldverluste durch Brände. Und hier geht es nur um Primärwald. Also es geht nicht um irgendwelche Sekundärwälder, die nach irgendeiner Nutzung entstanden sind, sondern es geht hier nur um Primärwald, der hier abgebrannt wird zum einen und der andererseits aber auch einfach besser brennt als früher, weil es in diesen Wäldern trockener wird. Es ist tatsächlich so, dass im Amazonasbereich, Amazonasbecken, schon eine Verschiebung der Baumarten zu trockenresistenteren Bäumen im Regenwald nachweisbar ist. Und gleichzeitig, und deswegen zeige ich das jetzt auch, der brasilianische Regenwald oder der Amazonasbereich gilt ja als die grüne Lunge oder galt immer als die grüne Lunge der Erde. Aber es ist so, dass eben durch diese massiven Brände dieser Wald mittlerweile mehr CO2 in die Atmosphäre abgibt, als dass er aus der Atmosphäre herausnimmt. Ja? Das ist seit letztem Jahr der Fall. Auch dieses System ist jetzt gekippt offensichtlich. Sind das natürliche Brände oder durch Blitze oder ist es ein Bolsonaro-Effekt? Also es sind natürlich, es wird mehr Primärwald abgebrannt, um praktisch Landwirtschaft zu betreiben. Und gleichzeitig aber, wie gesagt, wirkt der Klimawandel auch dort ein. Also die Wälder sind schlichtweg weniger feucht offensichtlich und brennen besser. Ja, und im Einzelfall, ob das jetzt eine natürliche Brandursache ist oder eben Menschenhand, die dahinter steckt. Ich denke, es ist vor allen Dingen von Menschen gemacht, also wirklich gezielt abgebrannt. Aber das müsst ihr nochmal nachschlagen. Ich habe Ihnen jetzt, das ist mir eigentlich viel wichtiger, noch die Grafik mitgebracht. Wenn Sie dran denken, und da muss ich jetzt leider auch mal, obwohl ich die für sehr wichtig halte, unsere öffentlich-rechtlichen Medien kritisieren. Sie kennen aus der Tagesschau das Stereotyp jedes Jahr, Waldbrände in Kalifornien, oder? Es ist Brände in Kalifornien und das ist immer in den Nachrichten und das ist natürlich auch schlimm, klar, und das ist natürlich eine Meldung wert. Was aber eigentlich mittlerweile längst viel wichtiger ist, das sind die Brände in Russland. In Russland ist letztes Jahr, also es gibt verschiedene Zahlen, ich habe auch die Zahl 9 Millionen Hektar gelesen, 9 Millionen Hektar, das wäre die Größe Portugals ungefähr. Hier ist jetzt dargestellt, in dieser aktuelleren Grafik, wo liegen wir da? Ja, bei 6,5 Millionen Hektar Wald, der abbrennt. Und der Wald, der da brennt, das ist normalerweise borealer Wald, also Nadelwälder, eher im Norden. Diese Wälder brennen unheimlich gut. Und das war übrigens schon immer so. Das ist ein natürliches Phänomen. Und zwar ist der Punkt der, dass das sind eben zum Beispiel Fichtenwälder oder auch Lärchenwälder. Und viele dieser Wälder haben einen Flechtenteppich. Also die Bäume sind relativ weitständig, ja, weil die Nährstoffe sehr begrenzt sind. Dann haben sie relativ offene Wälder. Und in Kanada kann man das auch sehr schön beobachten. Da haben sie große Flechtenteppiche und diese Flechten brennen unheimlich gut. Die trocknen wahnsinnig schnell aus. Sie brauchen im Sommer, brauchen sie nur 2, 3, 4 Tage richtige Sonneneinstrahlung, dann wird es sofort knochentrocken. Und wenn sie dann einen Blitzeinschlag haben, dann bricht sofort ein Brand aus. Und das ist was völlig Natürliches. Für Kanada weiß ich, dass dort, man nimmt dort an, es gibt eine Feuerfrequenz von 120 Jahren in natürlichen Wäldern. Das heißt, im Schnitt brennt jeder Wald, auch wenn er von Menschenhand unberührt ist, alle 120 Jahre ab. Und
die Anpassung an dieses Feuer, man spricht von dem Feuerregime, ist so stark bei manchen Baumarten, dass sie nur dann keimen können, wenn sie durch Feuer einen Hitzeimpuls bekommen. Ja? Also die sind im Prinzip optimal an diese Feuer angepasst. Das Problem aber, das wir jetzt haben, ist, dass diese Feuer so häufig werden und so große Flächen einnehmen, dass dieses eigentliche Gleichgewicht, das es mit diesem Störungsregime Feuer über so lange Zeit gegeben hat, jetzt auch kippt. Und wenn wir solche riesigen Waldbrände haben, nur in Russland, wird so viel CO2 in die Atmosphäre geblasen durch diese Brände, da müssen wir uns schon sehr anstrengen, wenn wir dieses CO2 wieder einfangen wollen. Ja. Das ist also jetzt eine neue Dimension dieser Problematik, die in den letzten Jahren dazugekommen ist. Das ist auch ein wichtiger Gedanke. In der Türkei sind letztes Jahr 280.000 Hektar Wald abgebrannt. Das war auch so viel wie lange nicht oder vielleicht überhaupt noch nie. Ich weiß gar nicht, in Griechenland auch über 100.000 Hektar. In Portugal, Spanien und Italien brennen die Wälder auch, aber das wird gar nicht mehr gemeldet, weil das daran hat man sich gewöhnt und es sind auch, je nachdem, nicht immer so riesige Bestände, aber grundsätzlich ist dort auch das längst ein landschaftsprägendes Phänomen geworden. So, das ist ein intakter Regenwald in Fidschi und so sieht es aus, wenn Sie sich auf den Regenwaldboden legen und in die Baumkronen schauen. Ja, ich könnte Ihnen noch viel erzählen, aber ich glaube, ich komme jetzt mal langsam zum Schluss, oder? Ich lese Ihnen einfach kurz den Epilog vor, der Stand der Dinge. Die Wälder der Welt haben in der anhaltenden Klimaerwärmung schon einen langen Weg hinter sich gebracht. Er begann vor über 100 Jahren mit häufigerer Samenbildung an Nadelbäumen im Norden Europas, Asiens und Nordamerikas, der nachfolgend einsetzenden Verschiebung der Waldgrenzen, zunehmendem Stress nach immer häufiger und extremer werdenden Anomalien wie Dürren und Starkniederschlägen in vielen Weltgegenden und führte hin bis zur Einäscherung in den Feuersbrünsten dieser Tage, unter anderem im Mittelmeerraum, in Sibirien und im Westen Nordamerikas. Und auch das klassische Waldsterben der 1980er Jahre in Mitteleuropa wäre ohne die außergewöhnliche Dürre des Sommers 1976 und die nachfolgende relativ trockene Periode so nicht passiert. Viele Studien weisen darauf hin, dass die fortwährende Erwärmung zu immer häufigeren und stärkeren Störungen wie Waldbränden, Stürmen, Dürren und extremen Temperatur- und Niederschlagsereignissen führen wird. Ändert sich der Trend nicht, gehören absterbende Wälder vielleicht auch dort bald zum Landschaftsbild, wo wir uns das noch nicht vorstellen können oder wollen. Fast wöchentlich erscheinen inzwischen bedeutende Forschungsarbeiten, die um zentrale Fragen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf die Wälder Mitteleuropas und der Welt kreisen. Wie sieht heute im Nordsommer 2021, also letztes Jahr, vor einem Jahr, der Forschungsstand zum Thema Wald und Klimawandel auf globaler Ebene eigentlich aus? Die Extreme nehmen offensichtlich immer weiter zu. Trockenstress, Feuer und Borkenkäferausbrüche werden häufiger und betreffen immer größere Flächen. Also alles, was ich schreibe, ist grundsätzlich wissenschaftlich belegt. Ja? Also ich habe versucht, wirklich ein lockeres Sachbuch zu schreiben. Aber alle Fakten, die ich erwähne, sind alle mit Zitaten belegt. Ja? Das sind alle Quellen in dem Buch auch genannt, wenn Sie das interessiert. Klimatische Rekordwerte führten 2020 zu katastrophalen Bränden in den USA. 2021 scheinen diese Rekorde erneut übertroffen zu werden. In den Rocky Mountains brennen die Wälder der Hochlagen jetzt häufiger als je zuvor in den letzten Jahrtausenden und die Feuer reichen um 250 Meter weiter die Berge hinauf als noch vor 30 Jahren. Von Dürren besonders betroffen sind, wie schon einst in Hawaii, die großen und alten Bäume. Das ist sehr bedeutsam, denn blickt man auf die größten Bäume der Welt, dann steht 1% der Bäume für 50% der globalen Biomasse und damit auch die Hälfte des daran gebundenen CO2. Nach den Ergebnissen der Waldzustandserhebung 2020 war in Deutschland der Anteil der Bäume mit deutlichen Kronenverlichtungen mit 37% noch nie so hoch wie zuletzt. Auch in Gesamteuropa hat das Absterben von Baumkronen in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Die Altersstruktur der Wälder könnte sich also durch den Klimawandel erheblich verändern. Dabei verkörpern alte Wälder besonders wertvolle, artenreiche Lebensräume. Der absehbare Trend zu jüngeren Wäldern hätte also negative Folgen sowohl für die Biodiversität als auch für die Funktion der Wälder als Kohlenstoffspeicher.
Es muss aber nicht gleich um den Verlust von Baumkronen oder das Absterben ganzer Wälder gehen. Solche deutlich sichtbaren Effekte sind ja die extremsten Folgen ungünstiger klimatischer Bedingungen. Da die strukturelle Komplexität naturnaher Wälder weitgehend durch den Jahresniederschlag und die Saisonalität der Niederschläge gesteuert wird, dürften Änderungen dieser Größen erst einmal subtilere Folgen haben. Ein erwartbares Ergebnis geringeren Wasserangebots ist das geringere Wachstum der Bäume, als auch eine Abnahme der Baumhöhen. Gleichzeitig dürften Verschiebungen des Artenspektrums in betroffenen Wäldern einsetzen, je nach Verträglichkeit der veränderten Bedingungen für die jeweilige Pflanzen- und Tierart. In den Tropen könnte das Zusammenwirken von Entwaldung und Klimawandel zu strukturellen Veränderungen auch der verbliebenen Naturwälder führen, etwa im Amazonasbecken. Hier ist bereits, das habe ich schon erwähnt, eine langsame Verschiebung hin zu besser an Trockenheit angepasste Baumarten nachweisbar. Selbst diese Region, bisher als grüne Lunge der Welt betrachtet, gibt neuerdings mehr CO2 in die Erdatmosphäre ab, als ihre Regenwälder aufnehmen. In den Nadelwäldern der kälteren Gefilde des globalen Nordens dürfte die erwartete Zunahme von Waldbränden den theoretisch denkbaren positiven Auswirkungen steigender Temperaturen auf den Baumwuchs entgegenwirken. Mit der Schwächung einheimischer Bäume wird gleichzeitig die Zugänglichkeit naturnaher Wälder für gebietsfremde Arten größer. Dies führt zur Verdrängung von Arten bis hin zur Entstehung völlig neu zusammengesetzter Wälder. Die schon jetzt bekannten Fälle lassen befürchten, dass solche Novel Ecosystems viele Funktionen natürlicher Wälder, etwa die Vermeidung von Naturrisiken, nicht abdecken werden. Während all diese Vorgänge auch eine Veränderung der Tierwelt nach sich ziehen dürften, lassen sich hierzu noch keine übergreifenden Trends ermitteln. Inzwischen wurde durch ein internationales Expertennetzwerk eine Methodik für die Beobachtung und Bewertung des Waldzustands auf globaler Ebene erarbeitet. Dieses multidisziplinäre Monitoring erfasst die Hotspots von Baumsterben und identifiziert auch die Hintergrundsterblichkeit von Bäumen, basierend auf Satellitendaten und weiteren Datenquellen, einschließlich Waldinventuren, Dauerbeobachtungsflächen im Wald und Citizen Science, also unter Bürgerbeteiligung. Die Einordnung aktueller Entwicklungen in langfristige und großräumige Zusammenhänge gelingt besser, wenn alles verfügbare Wissen über Ökosysteme berücksichtigt wird, auch wenn es schon vor vielen Jahrzehnten erarbeitet worden ist. Die systematische Erhaltung und Pflege historischer Daten, der sogenannten Legacy Data, steht aber leider noch am Anfang. Der globale Wandel bildet sich auf vielfältige Weise in der Natur ab. Dabei wirken Veränderungen des Klimas mit Veränderungen der Landnutzung zusammen. Viele Ökosysteme haben das Potenzial, einen allmählichen Wandel mitzugehen. Aber extreme Ereignisse werden nachweislich häufiger und immer mehr Lebensgemeinschaften scheinen dadurch in Schwierigkeiten zu geraten. Ich höre jetzt mal auf. Also, herzlichen Dank an ja, vielen Dank. Sollen wir Pause machen, heute noch diskutieren? Gleich diskutieren. Ja. Wenn er in den Wald geht, sich genau überlegen, wo man hintritt. Was man nicht machen sollte, sich irgendwo anlehnen erstmal. Einfach mal so kurz irgendwo abstützen, sondern am besten immer mal schauen, was fasst man da eigentlich an. Ne? Also es müssen nicht immer Schlangen oder riesige Giftspinnen oder sonst irgendwas sein, was man so klischeemäßig sich vorstellt. Sondern in Fidschi zum Beispiel gibt es ein ganz interessantes Tier, das ist ein Tausendfüßler, das ist ungefähr so lang. Also bis 25 cm, sehr dick und bewegt sich unheimlich langsam an Baumstämmen, ungefähr in Kopfhöhe. Das ist aus irgendwelchen Gründen der Lebensraum dieser Tiere, da fühlen sie sich am wohlsten. Und da passiert es eben leicht, dass man mal hinfasst. Ja? Und diese Tiere, wenn sie berührt werden, sondern ein Sekret ab, das extrem ätzend ist. Also das, wenn Sie so ein Tier anfassen, das spüren Sie wochenlang. Ja. Das sind so die Feinheiten. Ansonsten, man braucht einen guten Orientierungssinn. Es gibt einen Gegenstand, den darf man niemals verlieren. Sie können alles verlieren. Sie können, weiß der Teufel, Ihre komplette Ausrüstung verlieren. Sie können Ihre ganzen Klamotten verlieren, was auch immer passieren könnte. Es gibt eine Sache, die dürfen Sie nicht verlieren. Und das ist ein analoger, alter Peilkompass, der wirklich funktioniert. Sie müssen immer die Richtung im Kopf haben, die Sie aus dem Wald wieder rausbringt. Denn wenn Sie sich auf ein GPS verlassen, sind Sie schnell verloren. Ein GPS, gut, das kann erstmal, an sich kann Ihnen der Strom ausgehen.
Sie operieren unter einer dichten Kronenschicht, möglicherweise im Nebel. Und das heißt, die Peilung, die Sie bekommen für das GPS, ist oft ungenau und eben nicht so genau und zuverlässig wie die, die Sie über Ihren alten Kompass bekommen. Und deswegen trage ich den immer um den Hals. Und der hat ganz viel rotes Isolierband dran. Das ist ja auch interessant. Mir ist mal im Regenwald, das ist wirklich wahr, mir ist ein Stift aus der Hand gefallen. Der ist einfach vor mir runtergefallen. Ich habe den nicht mehr gefunden. Ja. Und deswegen ist praktisch alles, was irgendwie wichtig ist, immer mit rotem Flagging Tape oder mit Isolierband irgendwie deutlich sichtbar gekennzeichnet. Das sind so die Besonderheiten. Dann habe ich immer im Regenwald eine kleine Flasche Espresso dabei, weil sie ja das Problem haben, sie kämpfen sich zum Beispiel mit einer Machete durch einen Wald, in dem es keinen Pfad gibt. Ja, und es muss nicht immer so völlig undurchdringliches Grün sein, aber sie müssen dann permanent eigentlich mit der Machete arbeiten. Das geht ihnen natürlich auf die Knochen. Ja. Sie kriegen Blasen an den Händen, wenn sie es nicht gewohnt sind. Es ist so, sie haben auch natürlich begrenzte Zeit zur Verfügung. In den Tropen haben sie ja kürzere Tage, also nicht so wie bei uns jetzt, wo es schön dann noch ein paar Stunden hell ist, sondern normalerweise, Faustregel ungefähr, es ist so, sagen wir mal, ungefähr von 6 Uhr morgens bis ungefähr 6 Uhr abends hell. Idealerweise kommen sie aus dem Regenwald, bevor es finster wird. Denn wenn es finster wird, sollten sie natürlich am besten keinen Schritt mehr gehen, wenn sie nichts sehen. Sie können auch nichts peilen, ja, also auch wenn sie Taschenlampe dabei haben, aber wenn Sie über die Peilung raus müssen, müssen Sie ja irgendwo in einem Abstand von 10, 20 Metern etwas anpeilen können. Aber das sehen Sie nachts ja nicht. Ne? Also das hilft Ihnen auch nichts. Ich habe normalerweise, wenn Sie sich 2-3 Stunden bei dieser Luftfeuchtigkeit und dieser Hitze bewegen, sind Sie total kaputt. Sie sind so kaputt. Und also um die Mittagszeit, ich setze mich dann hin, mache Mittagspause, aber wenn ich 10 Minuten sitze, möchte ich nicht mehr aufstehen. Ja, sie sind so schwer, sie können sich nicht vorstellen, dass sie es jemals aus diesem Wald wieder herausschaffen. Und dann kommt das Koffein zum Einsatz irgendwie, dann gießen sie sich viel Koffeinzucker hinter die Binde sozusagen und dann haben sie auch die Energie, wieder aus dem Wald rauszukommen. Irgendwie ist jedenfalls meine Methode. Und für Hawaii speziell habe ich auch immer eine Dose Hundefutter dabei. Die ist zwar schwer, und die ist auch nicht für mich, sondern was auf Hawaii öfter passiert ist, es wird dort sehr viel gejagt, Wildschweinjagd mit Hundemeuten. Diese Hunde sind sehr gut abgerichtet, sind auch sehr wertvoll. Das Problem ist aber, dass diese Wälder tatsächlich so dicht sind, dass die Hunde im Jagdeifer leicht verloren gehen und dann tatsächlich zu ihrer Meute nicht mehr zurückfinden und auch aus dem Wald nicht mehr heraus. Und jetzt ist aber ein Inselregenwald wie der in Hawaii ist natürlich sehr isoliert, das heißt relativ artenarm. Es gibt wenig Tierarten und es gibt eigentlich für einen Hund dort überhaupt nichts zu fressen in diesem Wald. Das heißt, was passiert ist, dass die Tiere, wenn sie auf sich selbst gestellt sind, allmählich verhungern. Die fangen dann irgendwann an, die Baumfahne zu fressen. Aber so vom Mark eines Baumfahnenstammes wird ein Hund jetzt auch nicht satt. Ja, das ist eine blanke Verzweiflung. Und mir selber ist es dreimal passiert, dass ich im Wald einen Hund finde, der nicht mehr laufen kann, weil er eben total geschwächt ist. Und jetzt habe ich aber natürlich selber nicht die Kraft, in den klimatischen Bedingungen den Hund rauszutragen aus dem Wald. Ich muss ja schauen, dass ich mich selber aus dem Wald raustragen kann wieder. Ja. Und für den Zweck habe ich das Hundefutter dabei und es funktioniert wirklich wunderbar. Der Hund frisst es sofort. Dann dauert es vielleicht eine Viertelstunde, dann steht der Hund wieder, dann scheidet er unglaubliche Mengen an grünen Pflanzenfasern aus. Also er kackt einen riesigen grünen Haufen und dann ist der Hund wieder einsatzbereit und er folgt ihnen mit Begeisterung aus dem Wald, weil er natürlich weiß, schlau ist, sie sind sozusagen der Schlüssel, daraus zu kommen. Ja, das sind so die Feinheiten, aber das kenne ich nur aus Hawaii. Und wie sind Sie denn da drauf gekommen? Auf was? Auf diesen Hundefutter. Das ist ja kein Trick, sondern das ergibt sich einfach aus der Logik. Und es ist ja so, ich bin ja nicht der Erste, der arbeitet in diesen Wäldern. Ja, ich bin ja. Ich habe ältere Kollegen, ich kam da ja hin als junger Postdoktorand und für mich war ja auch alles neu.
Und ich sage mal, man lernt erstmal das Offensichtliche und dann lernt man halt auch so spezielle Sachen. Ne? Also irgendwann, ich bin. Das war jetzt der Allererste, der das entdeckt hat. Nein, um Gottes Willen. Nein, nein. Es geht übrigens grundsätzlich nicht um meine Entdeckungen, sondern es geht einfach, für mich geht es um die Zusammenschau von Dingen, die viele Menschen zusammen oder isoliert erforscht haben, in Erfahrung gebracht haben. Und also ich meine, natürlich hat meine Forschung auch zu diesem Buch beigetragen, aber mir ging es einfach wirklich um die Zusammenschau und es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendetwas erfinde. Ich habe nicht erfunden, dass das Waldsterben der 80er Jahre klimainduziert war, sondern das wurde in aller Deutlichkeit in den 90er Jahren beschrieben und herausgestellt und ich habe keine Ahnung, warum das nie in der Gesamtgesellschaft angekommen ist. Ja? Warum alle immer noch fest an den sauren Regen glauben zum Beispiel. Ja? Und, wir haben das neulich erst gelesen, wo mein Sohn Stephen Hawking mit seiner Tochter zusammen ein Kinderbuch geschrieben. Und dann haben sich ja wirklich alle Nationen sozusagen am Riemen gerissen und haben zusammengearbeitet und die FCKW-Belastung massiv reduziert. Sodass wir heute offensichtlich in weiten Teilen wieder eine funktionierende Ozonschicht haben und auch nicht mehr den Trend zur Auflösung der Ozonschicht. Das schwankt natürlich jedes Jahr, aber ich sage mal, wir haben auf jeden Fall alle gemeinsam unseren Teil dazu beigetragen, das Problem zu lösen. Und von daher ist es für mich ein sehr hoffnungsvolles Beispiel, dass also die Nationen zusammenarbeiten können, um etwas für die Atmosphäre zu tun. Ja, wenn Sie wollen. Ja, ja. Und wenn wir übrigens auch alle wollen, weil ich meine, selbst hier in Deutschland fällt mir schon auf, wenn es wirklich um Konsequenz geht, ja, Konsequenz bei der Reduktion des CO2-Ausstoßes, da sind wir unheimlich weit weg davon. Ja. Und was wollen wir denn verlangen von Menschen, die in Entwicklungsländern leben? Ja. Ich sage mal, die Form von Konsumkritik, die wir uns erarbeitet haben, das ist unser Privileg, weil wir in einer postmodernen Gesellschaft leben. Wenn Sie Gedanken in dieser Richtung, also sagen wir mal Konsumkritik im weitesten Sinne, mit völlig normalen Menschen in Entwicklungsländern besprechen wollen, die verstehen gar nicht, was sie meinen. Und für die ist es auch überhaupt kein Ziel, weil deren Ziel ist es eben, sich zu etablieren. Ja, also ich sage mal, etwas zu besitzen, etwas aufzubauen, einen Wohlstand aufzubauen, einen materiellen Wohlstand aufzubauen. Und da ist schlichtweg die Reduktion von CO2 oder auch andere umweltbezogene Themen, die sind dort nicht relevant. Und wir müssen uns einfach klar machen, wir sind der Westen, wir sind privilegiert in dieser Hinsicht, was unser Bewusstsein angeht. Wir sind hochgebildet in dieser Hinsicht, wir haben viele technische Möglichkeiten. Aber wir sind eine Minderheit. Wir sind eine Minderheit auf diesem Planeten. Der weitaus größte Teil der Länder auf dieser Welt und der weitaus größte Teil der Menschen auf dieser Welt denkt und funktioniert anders. Und ich habe das sehr bewusst erlebt in meiner Zeit, zum Beispiel eben an der University of the South Pacific. Was dort stattfindet, was ich immer fasziniert beobachtet habe, das ist das, was ich als Weltverbesserungstourismus bezeichne. Suva, das ist die größte Stadt im Südpazifik, ist eine Großstadt in Fidschi, 300.000 Einwohner ungefähr. Das ist so das Verwaltungszentrum. Und da sitzen auch die ganzen internationalen Organisationen, IUCN und was immer Ihnen einfällt, was mit der Umwelt zu tun hat. Und es kommen praktisch wöchentlich kommen Flugzeuge hereingeflogen. Also es war vor Corona, aber das wird jetzt auch wieder, denke ich, so weitergehen. Diese Flugzeuge bringen Experten aus der westlichen Welt, Delegierte von Umweltorganisationen, junge, engagierte Menschen, gut ausgebildet, die haben alle Konzepte im Koffer, die versuchen dort die Sustainable Development Goals umzusetzen. Ja, und dann fliegt man also nach Suva, man hält dort Tagungen ab, man trifft sich mit Regierungsmitgliedern und so weiter und so fort. Und dann glaubt man, man hätte etwas getan. Und man fliegt wieder nach Hause. Das macht sich auch gut auf den Lebenslauf. Ja. Man hat auch viel CO2 in die Luft geblasen, aber das ist dann halt so. Ja. Das Problem ist, dass in der Realität der Menschen dieser Länder davon überhaupt nichts ankommt. Gar nichts. Ja. Das ist im Prinzip eine reine Selbstbefriedigung dieser internationalen Organisationen und vieler Menschen, die Karriere machen wollen, ja, die sowas gerne auf ihrem CV haben. Aber objektiv nachvollziehbar ist kaum eine Umsetzung. Schon in Ländern wie Fidschi, ja,
Ja, und Fidschi ist ja ein Land, das ja auch stark unter australischem, neuseeländischem Einfluss steht. Ja? Also im Prinzip gibt es dort auch auf der administrativen Ebene viele Menschen, die diese Werte verstehen. Ja? Dann gibt es ja noch ganz andere Länder, die demokratieferner sind, bildungsferner sind, ja? Die viel größer sind als Fidschi. Und dass das, was wir uns als Ideal vorstellen und versuchen über unsere Konzepte und wirklich gut gemeinten und gut durchdachten politischen Programme und so weiter etablieren zu können. Ich sehe die Umsetzung nicht. Ich sehe eigentlich eher, dass wir täglich weiter davon wegkommen. Und was da auch drinsteckt, ist natürlich ein kolonialistischer Aspekt. Ja. Aus meiner persönlichen Erfahrung, was mir zum Beispiel passiert ist, ich habe in Fidschi, in den Regenwäldern Fidschis, ein spezielles gravierendes Umweltproblem entdeckt. Und dann habe ich versucht, die Regierung Fidschis darauf aufmerksam zu machen. Fidschi hat ungefähr 1 Million Einwohner. Das ist also jetzt kein Land, das jetzt Deutschland vergleichbar wäre. Und die Hierarchien sind flach. Das heißt, wenn ich als Professor einer Universität dort einen Termin mit einem Minister möchte, dann kriege ich den durchaus. Ja, also es ist nicht leichter, als ich das jetzt in Deutschland einfädeln könnte zum Beispiel. So, und dann habe ich also mir überlegt, wie bringe ich jetzt als Weißer, denn ich bin ja offensichtlich ein Weißer, diese Message zu dem Minister, der ein Einheimischer ist. Denn ich möchte ja nicht wieder ein Weißer sein, der zu ihm, wie schon vor 100 Jahren, reinläuft und ihm sagt, was er zu tun und zu lassen hat. Ja, also wie verpacke ich das, ohne diesen im Hintergrund immer mitschwingenden rassistischen Aspekt in irgendeiner Form zu bedienen. Ja? Dann habe ich gedacht, ich bin schlau. Ich nehme 2 meiner Studierenden, eine sehr engagierte einheimische Studentin und einen sehr engagierten einheimischen jungen Mann, auch Student bei mir. Und wir gehen sozusagen gemeinsam in Sorge um die Regenwälder Fidschis zu dem Minister. Und dann sind wir dahin gegangen. Die Regierung war gerade neu gewählt. Fidschi war phasenweise eine Diktatur und die Demokratie ist gerade wieder etabliert gewesen. Die jungen Leute waren total enthusiastisch. Ja? Also neue Regierung, neue Phase für das Land, Demokratie und alles, was an grünen Themen auch damit kam. Wir hatten den Termin, nachmittags um 4, kritische Uhrzeit, also wie heute auch. Wir hatten eine Präsentation vorbereitet. Wir trafen auf den Minister in seinem Büro. Der Minister war flankiert von einem Sekretär, der immer sehr viel gelächelt hat. Und ich denke, so 10 Minuten, nachdem das Gespräch begonnen hatte, ist der Minister eingeschlafen. Der ist eingeschlafen und ist dann so langsam seinem Stuhl weggesackt. Und man kann sagen, okay, das ist eine Szene, aber in dieser Szene steckt unheimlich viel drin. Ja? Dieser Mann ist Umweltminister, aber die Umwelt interessiert ihn überhaupt nicht, die Bohne. Null. Und wenn es um Umwelt geht, dann geht es um ökonomische Interessen. Ja? Und die natürlichen Regenwälder Fidschis sind für ihn nicht so interessant wie die Plantagen, Mahagoni-Plantagen zum Beispiel, ja, die es ja auch gibt. Ja. So, also das jetzt so als kleine Illustration. Wir sind Idealisten und wir prallen auf die knallharte ökonomische Realität dieser Gesellschaften. Und da gilt dann einfach Brecht, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Ja. Und das dürfen wir diesen Leuten nicht vorwerfen. Denn eigentlich sind wir daran schuld, dass es so ist. Und das wissen die ganz genau. Und deswegen haben sie auch, also wenn sie auf gleichaltrige junge Menschen treffen in diesen Entwicklungsländern und mit denen über den Klimawandel debattieren oder sonstige Umweltprobleme, kann es sein, dass die auf sie losgehen. Ja, ist dann nicht so, dass die ihre Meinung sind, dass sie sagen, ja, wir müssen gemeinsam Klimawandel, sondern die werden ihnen klar, knallhart vorhalten, wenn wir Probleme haben, kommt das von euch. Und wir wollen jetzt auch erstmal leben. Und leben heißt, wir wollen auch abräumen. Wir wollen auch fliegen. Wir wollen das und das und das haben. Und das ist die Realität, der ich ins Auge blicken würde. Ja.
Bitte? Das Verständnis dafür hat ja nicht immer nur mit Verzicht zu tun. Also ich habe in Kambodscha auch gute Erfahrungen Verzicht. Gemacht. Ja, Verzicht. Es muss ja nicht immer nur Verzicht sein. Verzicht? Das sind wir nicht mehr gewohnt. Wann hat es mir, ich bin begeistert, also Verzicht, ich habe seit Monaten niemand gehört, der das Wort überhaupt in den Mund genommen hat. Ja? Wir müssten verzichten. Und jetzt sind die Älteren, wissen ja noch, was es heißt, Verzicht. Ja? Meine Generation, also ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, ich komme aus einer, sagen wir mal, eher armen Familie. Mein Vater war Maschinenschlosser, meine Mutter in einer Teppichfabrik gearbeitet. Ich musste auch auf vieles verzichten. Das war eine Form von Verzicht, die meine Mitschüler im Gymnasium kaum noch kannten. Und jetzt sind wir aber ein, zwei Generationen weiter. Und ich habe einen 12-jährigen Sohn. Und natürlich versuche ich, den zu sensibilisieren, aber dieses Kind musste noch nie auf irgendwas verzichten. Und was das in der Konsequenz bedeutet, das muss man einfach erfahren. Und ja, um Gottes Willen, vielen Dank für Ihren Besuch. Nee. Das ist einfach ein Problem, das wir haben. Ne? Also Fridays for Future, die gehen für die richtige Sache auf die Straße, nur die Art und Weise verstehe ich manchmal nicht. Ja? Also wenn ich mich wirklich fürs Klima, für den Klimaschutz stark mache, dann muss ich auch bereit sein, weniger zu liken, weniger zu posten, weniger zu streamen. Denn solange die Server der Welt nicht alle mit Ökostrom laufen, erzeuge ich damit nur unnötig CO2. Punkt. Und ja. Das Streamen wird bald komplett umsonst sein. Ja, ja, natürlich. Ich meine, da stehen knallharte, gut, das ist dann wieder ein anderer Punkt. Ich habe 10 Jahre in Bonn, Berlin, Brüssel gearbeitet. Ich weiß, wie Lobbyismus funktioniert. Und ich bin ja schon seit 2014 nicht mehr da. Also besser geworden ist es seitdem sicher nicht. Ja? Also sie haben dort Einflüsse, ganz komplexe, multidimensionale Einflüsse auf jeden, der versucht, auch etwas zu ändern. Ja? Und sie müssen extrem charakterstark sein, bis hin zum Fanatismus, muss ich eigentlich sagen, wenn sie wirklich etwas herumreißen wollen. Ansonsten sind unsere Entscheidungsträger meines Erachtens überwiegend weichgespült von all dem, was täglich irgendwie auf sie einwirkt, sie umgarnt und ausbremst. Und da gibt es unheimlich viele Mechanismen, die man erst versteht, wenn man wirklich dort arbeitet. Und insofern bin ich da nicht sehr optimistisch, dass sie in naher Zukunft was Entscheidendes ändert. Selbst dann nicht, wenn zum Beispiel dieser unsägliche Ukraine-Krieg jetzt schnell vorbei wäre. Ja, also ich glaube, wir haben einen riesen Problem in der Umsetzung der klimabezogenen Maßnahmen schon bei uns. Ja, schon bei uns. Ja, wichtige Frage. Aber hier von der Handlung, die Vorschläge nur zwei Fragen, dann sehen wir Schluss. Ja. Wir sind vorhin so schön durch den Wald gelaufen und vor 2 Wochen bin ich in Italien gewandert, in Umbrien, also Zentralrhein. Und da kommt mir jetzt die Idee, wenn das Klima hier so wird wie in Italien, dann müsste eigentlich der Wald dann auch so werden. Also die haben ja nur die Steineichen, so Lorbeergewächse. Ja. Also es ist ja erstmal naheliegend, da wollte ich den Herrn Münch noch fragen. Es gibt ja bestimmte Baumarten, sage ich jetzt mal, aus den submediterranen Wäldern, deren Einsatz bei uns durchaus naheliegend wäre. Da gibt es die Pflaumeiche zum Beispiel oder die Esskastanie, ne? Glaube ich, haben Sie erwähnt, da habe ich vergessen, Herrn Münch zu fragen. Also insofern würden diese Bäume in vielen unserer Wälder wahrscheinlich mittlerweile ganz gut gedeihen. Ja? Was Südeuropa angeht, was sagen wir deutlich südlich der Alpen, Italien oder dann auf der anderen Seite eben Spanien, Griechenland, Portugal. Dort natürlicherweise sind natürlich die Wälder erstmal andere, klar. Also da haben sie eben Steineichen und weiß der Teufel was alles. Wenn es gut läuft, bleiben die Wälder dort erhalten. Ein Problem dort ist ja, dass es auch dort einen Kulturlandschaftswandel gibt, dass sehr viele landwirtschaftliche Nutzflächen inzwischen verbuscht sind mit Macchie. Die brennt. Super. Ne? Ich meine, was man dort sieht, ist natürlich, das ist eine uralte Kulturlandschaft, die ist zum großen Teil naturfern. Dass es bei uns
ich sage mal, in absehbarer Zeit dann so aussieht wie jetzt dort, was die Welt angeht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, sondern es gilt schon eher das, was ich vorgelesen habe, und es war auch eine Untersuchung, an der ich beteiligt war. Wenn man sich die Wälder der Welt anschaut, was ist wahrscheinlich, was passiert? Es ist nicht wahrscheinlich, dass mit einem Schlag alles abbrennt oder dass alle Bäume sterben oder irgendwie sowas. Ja, das ist die Apokalypse. Sondern wahrscheinlich ist eben bei uns auch, selbst wenn die Extreme weitergehen, die Wälder werden sich schleichend verändern. Es gibt weniger Wasser, also werden die Bäume nicht so hoch. Die Nährstoffumsatzrate im Boden wird vielleicht geringer. Dadurch werden die Bäume dann, also die Wälder, weitständiger. Ne? Also nicht mehr so dicht, wie sie waren und so weiter. Also das sind dann so schleichende Effekte, so ein Strukturwandel im Wald erstmal, bevor der Wald dann wirklich verschwindet oder komplett umgekrempelt wird. Das halte ich für Horrorszenarien. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das in absehbarer Zeit passiert. Ich möchte ganz fragen, in Afrika gibt es ja dran kalt. Weil es ein Schwarze, warum sind die Affen drunter leiden? Die Affen? Ja. Du sagst im Fernseher, bringt sie, dann gibt es eine Krankheit, ein Aids, glaube ich, soll die heißen. Die Affenpocken. Die Affenpocken, mein Schwede. Ja. Die nach der Affe benennen. Ja. Na gut, dafür bin ich jetzt kein Spezialist. Da würde ich einfach annehmen, ob es zutrifft, weiß ich nicht, dass natürlich für eine Krankheit, die schwerpunktmäßig in Afrika verbreitet war, wenn ich richtig informiert bin, dass natürlich sollte diese Krankheit, dieser Virus in seinem Verbreitungsgebiet durch Temperaturen begrenzt sein, dann ist natürlich, wenn es wärmer wird, die Wahrscheinlichkeit größer, dass der auch bei uns besser gedeiht, vielleicht sich nicht unbedingt ausbreitet, aber vielleicht auch nicht so schnell abstirbt, wenn er mitgebracht wird. Ja. Gibt es andere Themen, Denguefieber zum Beispiel, ist ja im Gespräch, die Tigermücke verbreitet Denguefieber, Tigermücke wandert inzwischen ein nach Mitteleuropa. Das beweist jetzt aber nicht, dass sie auch tatsächlich den Dengue-Virus mitbringt, weil möglicherweise braucht er nochmal andere Lebensbedingungen. Grundsätzlich habe ich gelernt, dass sehr wenig monokausal zu erklären ist. Es ist Ökologie, es sind Organismen, es sind Lebensgemeinschaften und es sind immer komplexe Systeme. Und wir müssen uns immer davor hüten, vorschnell irgendwo hinzudeuten. Ja. Ja, dann werde ich vorschlagen, dass man an dem Punkt Schluss macht. Also wir sind ja noch da, also wenn noch irgendwelche detaillierte Fragen sind, gern. Ich muss auch noch das Buch kaufen, beziehungsweise Hause was essen im Schützenhaus. Ihr müsst am Schluss noch kurz erzählen, wenn er wegen dem Minister auf Fidschi, der eingeschlafen ist. Also wir haben vor Jahren vom S21-Widerstand ein Gespräch gehabt mit dem Ministerpräsident Kretschmann. Wir haben dann also erfolgloses Gespräch, das brauchen wir jetzt aber nicht ummachen, das Fass. Auf alle Fälle haben wir vorhin mit seinem Berater geschwätzt, wie man denn am besten vorgehen soll. Und dann hat sie gesagt, wir müssen innerhalb von 10 Minuten eine wesentliche Punkte vorbringen, weil dann schläft er ein. Er ist dann tatsächlich nicht eingeschlafen, weil es eine sehr erregte Diskussion gegeben hat, könnt ihr euch ja vorstellen. Aber gibt es auch bei uns. Dann darf ich mich an der Stelle recht herzlich bedanken für den Engagierten. Ich danke. Wie gesagt, er ist noch heute da. Und ich darf mich natürlich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich gekommen seid und so lange durchgehalten hin. Frau Wieserkenner, wie gesagt, euch eintragen, soweit ihr noch nicht das gemacht habt, für uns mal in den Rundbrief, sodass ihr dann regelmäßig informiert werdet über unsere nächste Veranstaltung. Wir bleiben natürlich an dem Thema dran, auch wenn der Ausblick eher pessimistisch ist oder die Zukunftsaussichten. Aber ich denke, es ist auch die Verantwortung von unserer Generation, dass wir den nachfolgenden Generationen nicht bloß der Welt hinterlassen. Es gibt einen sehr einfachen Satz, den hat mir ein kluger Mann gesagt. Darf ich den kurz sagen? Ja. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als optimistisch zu sein. Ja. Das wäre ein sehr gutes Schlusswort. Ja. Komm mal gut heute.